Also Freunde, ich spiele gleich gegen Magnus im Alter von 11 Jahren in der Play Magnus App und ihr könnt live dabei sein. Ihr könnt auch gerne mitdenken, auch wir können das auch zusammen machen ein bisschen. Von daher, wir machen uns einen schönen Abend und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Ich schaue nochmal in den Chat, wer so dabei ist. Yusuf, der Artist, alles klar. Wie schätzt du deine Chancen ein, es sofort zu schaffen? Ich weiß nicht. Also Magnus im Alter von 11 ist schon ziemlich stark. Das habt ihr auch letzte Woche gesehen. Da habe ich eine Stunde gegen ihn gespielt. Und da dachte ich mir, warum machst du eigentlich nicht einen Livestream draus, wenn das eh ein bisschen länger dauert? Kann man doch auch einen Livestream daraus machen. Gauka ist jetzt auch dabei auf Twitch. Sehr schön. Ja. Mr. Ernst, ich sag mal deinen Vornamen nicht, aber mit 11 ist der auch schon ziemlich, ziemlich gut. Kann man nichts sagen. So, ich rück mich noch ein bisschen zurecht und dann kann das losgehen. Also, Grüße gehen raus an alle, die jetzt auf Twitch zuschauen, auf YouTube und auch auf Facebook, egal wo ihr einschaltet, freut mich, dass ihr dabei seid. Und jetzt geht es los. Ich spiele gegen Play Magnus, gegen Magnus Carlsen im Alter von 11 Jahren in der App Play Magnus. Und ich habe das hier auf meinem Handy. Also falls ihr euch wundert, warum ich immer runterschaue bei den Videos, das wird hier übertragen aufs Handy. Also man kann das nur vom Handy aus spielen, soweit ich weiß. Und so machen wir das nämlich jetzt auch. Und hier habe ich die Partie offen. Ich habe die weißen Steine bekommen. Und ich fange mal an. So, erstens E4, das kennt ihr ja auf jeden Fall schon. Er spielt C5, Springer F3. So, wir entwickeln unsere Figuren. Sizilianisch, das ist doch schon mal ein guter Start hier, oder? Ich denke schon. Okay, D4. C schlägt D4, Springer schlägt D4, den nehmen wir wieder. Springer F6, Springer C3. Neidorf, meine Lieblingseröffnung. Läufer G5. Spielen wir es mal ganz aggressiv. Mal sehen, wie gut Magnus hier die Theorie kennt. Dame C7, von dem Zug halte ich nicht besonders viel, weil jetzt kann ich direkt die schwarze Bauernstruktur ein wenig schwächen, indem ich den Springer auf F6 schlage. Ich glaube, das werde ich hier auch direkt tun. Denn wenn ich den Springer nicht schlage, könnte der Springer BD7 machen. Also Dame C7 wird relativ selten gespielt auf höchstem Niveau, sage ich mal. Läufer schlägt F6 und Martin Minsky ist auch dabei. Das freut mich natürlich. Heute kam die neueste Folge raus. Unglaubliche Studien. Wer hat sie gesehen? Wer hat sie gelöst? Das könnt ihr gerne mal im Chat schreiben. Ein stiller Killer 2 war das heute. So, geschlagen auf F6. Jetzt spiele ich die Dame raus. Ich glaube, Dame F3 ist hier gängig. Ich hatte das echt lange nicht mehr auf dem Brett, weil, wie gesagt, niemand spielt das. Keiner spielt diese Variante. Ja, ich glaube, Dame F3 ist sinnvoll. Die Dame steht da ziemlich vernünftig. Ich bereite auch die lange Rochade vor. Jetzt spielt der Springer C6. Das geht natürlich hier ganz gut. So, jetzt überlege ich, ob ich direkt lange Rochade spiele oder ob ich auf C6 schlage. Auf C6 schlagen ist auch gar nicht so uninteressant. Könnte ich hier auch überlegen. Belavo hat es gesehen und gelöst, die unglaubliche Studie. Sehr stark. Martin Schwald auch. Wow. So. Die Beschreibung ist nicht ganz richtig, sagt Justin Matteo. Ja, danke für den Hinweis. Das werde ich nochmal kurz ändern. Eine Sekunde. So, wo haben wir es denn? Im Alter von 1 Jahr. Ach so, ja, das stimmt. Das ist nicht ganz richtig. Das ändern wir einmal kurz. Im Alter. Ich habe mich schon gefragt, woher kommen denn die ganzen Witze vorhin mit. Ich spiele gegen Magnus im Carlsen im Alter von 1 Jahr. Aber jetzt verstehe ich das, woher diese Witze kommen. Gut, haben wir jetzt auch geklärt. So, weiter geht's mit der Partie. Also ich überlege auf C6 zu schlagen oder auch mit erst direkt lang zu rochieren. Sieht beides ganz vernünftig aus. Ich muss irgendwie darauf reagieren, dass da hier mein Springer angreift auf D4. Und Grüße gehen raus an 21 Tokio. Vielen Dank für das Kompliment. So, Springer schlägt C6. Er könnte dann mit dem Bauern schlagen oder mit der Dame.
Okay, Dame Schlägt C6 wäre ziemlich normal, sage ich mal. Bauer Schlägt C6 würde die Struktur ein bisschen verändern. Dann könnte ich meinen Läufer hier rausbringen nach C4, dann den Läufer nach B3 stellen. Aber auf der anderen Seite bekommt er ein ziemlich festes Zentrum. Bin ich mir nicht so sicher, ob das mir so gut gefällt. Ich mache einfach mal die lange Rochade. Läufer D7 spielt er ziemlich zügig. Okay. Also bereitet hier für sich selber auch die lange Rochade vor. Yes! Da ist Wow! das Matt! Wir haben ein neues Mitglied, Heimik 72. Herzlich willkommen. Ich erschrecke da immer ein bisschen. Vielleicht muss ich da ein bisschen die Lautstärke runterstellen. Aber cool, dass du dabei bist, Heimik 73. So, also wie mache ich hier weiter? In dieser Struktur spielt man gerne auf die weißen Felder ein bisschen. Das heißt, der Läufer geht gerne mal nach E2 oder vielleicht auch nach C4 und dann auch nach H5. Und die Dame kann auch mal nach H5, das überlege ich hier auch. Oder man kann mit F5 auch spielen. F5 gefällt mir aber nicht so sehr, weil ich hier das Feld E5 hergebe. Wobei, ist das schlimm? Eigentlich nicht. Dann könnte ich Dame H3 spielen und gehen nochmal auf den E6. Ich glaube, ich mache mal F5. Ja, F5 sieht ziemlich gut aus eigentlich. Spielen wir das mal. Spielen wir das mal. Ist natürlich ein verpflichtender Zug. Er schlägt auf D4. Okay, das kann er gerne machen. Den schlage ich wieder. Also der Nachteil von dem Zug ist, dass ich ein bisschen meine Felder schwäche. Der Grund, warum man Mitglied wird, sagt Nisseball. Ja, das ist ein Grund, dass man dieses schöne GIF sieht. So, ich schwäche ein wenig die schwarzen Felder, aber ich möchte auf die weißen Felder spielen und hier auch seinen König öffnen. Dame C5, sinnvoller Zug, greift den Turm an auf D4. Den sollte ich jetzt einmal ziehen. Nach D2 sollte ich nicht ziehen, dann kommt Läufer H6 Schach. Das ist ein bisschen lästig. Ich könnte den Turm auch decken, aber es sieht ein bisschen krumm aus. Also ich. Turm D1 oder Turm C4. Turm C4 geht auch. Tempo gewinnen. Was mir da nicht so gut gefällt, ist vielleicht, dass der Läufer H6 Schach macht. Erstmal Zwischenschach. Der König muss in die Ecke und Dame E3. Also, ihr könnt hier natürlich aktiv mitdenken. Ich kann jetzt nicht während der Partie irgendwelche Züge ausführen. Ihr müsst das im Kopf machen, aber das ist wunderbares Training. Also Turm C4, Läufer H6 Schach. Steve, mein Lieber, das ist aber lieb von dir, dass du hier was spendest. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Grüße gehen raus an Steve. Schaut da auf jeden Fall auch mal vorbei. Und wer weiß, vielleicht machen wir auch sehr bald was zusammen in der Zukunft. Würde mich freuen. Turm C4, Läufer H6 Schach, König B1 und Dame E3. Gefällt mir nicht so gut, weil ich möchte gerne die Dame hier auf dem Brett behalten, weil sein König tendenziell ein wenig anfälliger ist. Deshalb spiele ich den Turm zurück nach D1. So, Läufer E7, das ist ein Zug, den ich gerne sehe. Schöner passiver Zug. Auf E7 steht der Läufer eigentlich nur als Verteidigungsfigur. Gut, deckt die Bauern auf D6 und F6, aber im Angriffssinne habe ich da nichts zu befürchten. Übrigens, falls ihr euch fragt, was eigentlich mit dem Bauern auf F5? Soll Schwarz den schlagen oder nicht? Nein. Planer hat das auch gefragt. Der Bauer auf F5 fällt, ja, aber den möchte Schwarz nicht nehmen, weil dann hat er sehr viele Schwächen und ich habe auch den Zwischenzug Turm nach D5. Und dann verliere ich nicht mal einen Bauern. Also dieses Feld D5 möchte Schwarz nicht hergeben. Und generell möchte Schwarz eigentlich nie auf F5 tauschen, auch wenn das bedeutet, dass er einen Bauern gewinnt. So, jetzt sind wir wieder am Zug. Dame H5 gefällt mir hier ganz gut. Auch um Schwarz an die Deckung des Bauern auf F7 zu binden. Und auch mal vielleicht F schlägt E6 in der Zukunft als Idee in die Stellung zu bringen. Dame H5 sieht hier wirklich sehr attraktiv aus, wie ich finde. So, Langfristinvestor Davids ist mittlerweile schon ziemlich alt. Ich glaube, da hast du den letzten Schuss nicht gehört, mein Lieber. Matthias G. spendet 1 Euro. Vielen Dank. Dame H5. Wenn ich Läufer E2 zuerst spiele, dann macht er H5. Von daher, ich glaube, ich ziehe direkt Dame nach H5. Mal sehen, wie er darauf reagiert. Er schlägt. Ich habe doch gerade gesagt, er darf den Bauern nicht schlagen. Das kann er doch hier nicht bringen. Der geht hier wirklich auf den Materialgewinn, aber den Zug, den habe ich gar nicht mal ernsthaft irgendwie betrachtet, weil ich dachte, nee, das kann er sich nicht erlauben hier. Beziehungsweise den Bauern gebe ich gerne ab, aber Computer sind ja so ein bisschen materialistisch unterwegs. Vielleicht war es auch mangels Alternativen.
Noch 200 Abonnenten bis zum 50.000, bis zum 50.000. Ja, Freunde, können wir es heute schaffen oder was? Wenn ihr aktiv mitmacht, dann geht das, glaube ich, auf jeden Fall. Also, das hängt ein bisschen von euch ab. Und ich hatte es ja schon am Sonntag gesagt, wenn wir die 50.000 knacken, dann verrate ich euch, wer der Gast ist für das 50.000 Abonnenten-Spezial, denn da habe ich einen ganz besonderen Gast dabei. Also, das liegt ein wenig in eurer Hand, ob ihr das heute noch erfahrt oder nicht. Genau. So, jetzt machen wir mal weiter mit der Partie. Und er hat auf F5 geschlagen. Ich wollte eigentlich erst Turm D5 spielen, das hatte ich ja auch vorhin angekündigt, aber dann macht er Dame E3 Schach. Das ist ein bisschen doof, da muss ich erstmal den König ziehen, ist lästig. Ich könnte Springer D5 spielen, ich könnte auch einfach schlagen auf F5, das wäre sicherlich auch ein vernünftiger Zug. Was habe ich noch für Optionen? Springer D5, dann schlägt er vermutlich auch noch auf E4. Wäre ein bisschen zu viel des Guten. Ja, ich glaube, ich schlage einfach mal auf F5. Aber dann schlägt er mit der Dame. Die Dame wollte ich ja nicht tauschen, tendenziell. Wie machen wir das hier schlau? Ich könnte auch, ja, der König gehört eigentlich nach B1, von daher. Steve, das habe ich gelesen. Besser lassen, besser lassen. So. Da wird der Köder ausgeworfen von Steve, ja. Wie werfe ich hier den Köder aus in dieser Partie? Also den Damentausch möchte ich nicht zulassen. Die Dame wieder zurück nach F3 ist eigentlich gar nicht so dumm, glaube ich. Weil wenn er schlägt, schlage ich mit dem Springer und greife direkt auch seine Dame wieder an. Gefällt mir gar nicht so schlecht, Dame F3. Kann man drüber nachdenken. Damit kontrolliere ich auch das Feld E3. Ja. So, Dame F3 sieht doch ganz vernünftig aus, aber schon eine Stellung, wo man ein bisschen mehr Zeit aufwenden könnte. Ich schaue noch kurz, ob ich was Besseres habe. Läufer E2 würde auch gehen, mit DDF schlägt E4, Turm D5, aber immer wieder dieses Schachgebot auf E3, das ist doch ziemlich lästig. Also ich spiele mal die Dame zurück nach F3. So, mal sehen, was er darauf macht. Turm C8, okay. Den Zug habe ich nicht gefürchtet. Jetzt kann ich doch sehr schön Läufer D3 spielen. Und sein König, was macht er mit seinem König? Der König ist doch hier komplett offen. Wohin will der? Der steht im Zentrum und wenn er kurz noch hielt, steht er auch schlecht. Also ich habe hier, denke ich, eine ziemlich gute Stellung mittlerweile. Wenn ich auf F5 schlage, das bringt mir nicht so viel. Turm D5 könnte ich machen. Das sieht ziemlich vernünftig aus. Turm D5 und dann auf F5 schlagen. Ja, aber vielleicht kommt er mit Läufer C6 oder solchen Geschichten um die Ecke. Ich könnte mich auch einfach mal weiterentwickeln mit Läufer D3. Und ihr könnt alle gerne aktiv mitdenken. Das nutzt das hier auch als Chance, mitzudenken. Ihr könnt auch gerne Züge reinschreiben, wenn ihr möchtet. Von daher, ja, nutzt es auch ein bisschen als Training. Also ich muss ja hier nicht der Einzige sein, der hier nachdenkt und macht mit. Bauern schlagen, sagt Mr. Ernst. Ja, Bauern schlagen, Dame schlägt F5. Sehe ich nicht, was der Vorteil ist. Läufer D3 gefällt mir, ich greife den Bauern an und wenn er schlägt, kann ich mit dem Springer schlagen. Der Läufer deckt das Feld auf C2. Das sieht so gut aus. Das machen wir jetzt einfach mal. So, er schlägt auf E4. Ist natürlich hier ein Computer, der möchte seine Bauern behalten. Und jetzt habe ich die Wahl. Dame schlagen, Läufer schlagen, Springer schlagen. Aber Springer schlägt E4 sieht sehr überzeugend aus, weil ich damit nicht nur die Dame angreife, sondern auch noch den Bauern auf F6. Und das muss er erstmal verteidigen. Wahrscheinlich macht er dann Dame E5. Ja, wahrscheinlich Dame E5, sonst geht das gar nicht. Also Springer schlägt E4, sieht gut aus, das spielen wir. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich nicht zu schnell spiele, weil wenn ich irgendeine Taktik übersehe, dann kann die Partie direkt vorbei sein. Ne? Das ist klar. So, Dame E5 hatte ich erwartet. Jetzt wollte ich gerne Turm D nach E1 spielen, um hier mich gegenüberzustellen von der Dame auf der E-Linie und drohe direkt auch Springer schlägt F6 Schach. Sehr giftiges Schachgebot, denke ich.
Wobei, ich muss ein paar Züge hier berechnen. Zumindest einen Zug, Turm E1, Läufer C6. Ist mir nicht so eindeutig. Läufer C6, berechnet das auch mal aktiv mit. Springer schlägt F6 Schach, sieht erstmal gut aus, aber er hat den Zug König D8. König D8. Und wenn ich seine Dame schlage, dann schlägt er meine Dame auf F3. Und dann ist er ein bisschen entkommen, habe ich das Gefühl. Hat sich ein bisschen da gerettet. Von daher ist mir das nicht so eindeutig. So. Nikias sagt, ich hätte in Zug 12 schon eine leichte Figur gewinnen können. Okay. Interessant, das müssen wir uns später anschauen, weil jetzt kann ich gerade nicht zurückgehen in der Partie. Turm D1, Läufer C6 wäre der Zug, mit dem ich rechnen würde. Und dann könnte es wohl in ein Endspiel gehen, soweit ich das sehe. Aber ich habe das Gefühl, da hätte ich ihn ein bisschen entkommen lassen, weil hier, ich möchte nicht die Damen tauschen. Sein König ist so offen. Ja, ich spiele erstmal Turm D1, weil auch nach Läufer C6 muss ich nicht die Damen tauschen. Also habe ich auch noch andere Möglichkeiten. Warum jetzt dieser Turm und nicht der andere? Ja, er spielt sowieso einen anderen Zug, okay. Weil ich den anderen gerne auf die F-Linie stellen möchte. Hier kann ich schönen Druck ausüben. So. Er spielt Läufer E6, okay. Verstellt auch so diese E-Linie. Das ist auch, denke ich, sinnvoll. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich weiter etwas unternehmen? Ich könnte erstmal König B1 spielen. Ich habe hier eigentlich alle Zeit der Welt, weil sein König, der bleibt schwach. Der, egal, ob der im Zentrum ist oder hier rochiert hat. Ja, falls ihr euch fragt, warum ich hier das Handy die ganze Zeit halte, ich spiele auf dem Handy. Ich mache die Züge auf dem Handy in der App. So. Und herzlich willkommen an TobiZZ1, dass er dabei ist auf Twitch. Ne, auf YouTube, pardon, auf YouTube, nicht auf Twitch. So. Jetzt haben wir jemanden noch, der auf Twitch folgt. Turm H1, der Artist schlägt das vor. Ja, kann man machen. Kann man machen. Ach nee, war doch auf Twitch. Ich bin schon völlig verwirrt. Herzchen ist für Twitch und Stern ist für YouTube. So. Turm H1 ist, denke ich, ein vernünftiger Zug. Ich bin mir nicht sicher, was mit dem Bauern ist. Den kann er eigentlich nicht schlagen. Also Turm H1, ja. Erstmal den Turm hier ins Spiel bringen. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Bedrohe auch den Bauern auf F6. Sieht ziemlich vernünftig aus. Ja, machen wir das erstmal. Turm H1 gefällt mir. Und wer jetzt sagt, ich hätte einen Tipp aus dem Chat bekommen, der kann sich das verkneifen, weil das ist natürlich auch ein Zug gewesen, den ich überlegt habe. F5, okay. F5, schon sieht alles sehr wackelig aus hier. Ich habe eigentlich alle meine Figuren richtig platziert, sind alle im Spiel. König noch besser auf B1, aber ansonsten sieht das sehr vernünftig aus. Ich kann jetzt irgendwo den Springer hinziehen und damit seine Dame angreifen. So. Springer C3 wird hier reingeworfen. Ja, natürlich wäre das eine Möglichkeit. Alternative wäre auch Springer G3, um den Bauern auf F5 nochmal anzugreifen. Das gefällt mir vielleicht noch besser. Ich bin mir noch nicht sicher. Springer C3 hat den Vorteil, dass ich auch ein bisschen meinen König verteidige und auch den Bauern auf A2. Das macht mir ein bisschen Sorgen, wenn ich hier den Springer auch noch vom König entferne, dass dann er vielleicht irgendwie einen Angriff starten kann. Aber ich weiß auch nicht genau wie. Eigentlich sieht das alles relativ harmlos aus, aber gerade gegen den Computer muss man da immer sehr auf der Hut sein, dass der einen nicht irgendwie austrickst. Springer C3, wohin würde eigentlich die Dame ziehen? Wohin würde die Dame ziehen? Nach A5 vielleicht? Vielleicht nach A5. Und dann könnte ich auf F5 schlagen mit dem Läufer und wir würden in ein Endspiel gehen. Der Bauer auf B7 hängt auch noch übrigens. Hier die Dame kann auch den Bauern auf B7 noch schlagen. Springer G5 ist keine gute Idee, denn Schwarz schlägt den Springer mit Schach. Das ist da das Problem. Deshalb will ich das nicht machen. Und bitte keine Bewertung oder die Partie hier mit Stockfisch anschauen. Lieber Mr. Ernst, das wollen wir hier nicht sehen. Das ist dann eine Hilfe, die ich nicht haben möchte. Also ihr könnt gerne selber aktiv mitdenken und auch eure Züge sagen, aber jetzt eine Engine zur Hilfe nehmen und da Bewertungen reinbringen oder Züge von der Engine noch schlimmer, das überhaupt nicht, gar nicht bitte. Denn ich will die Partie schon selber hier gewinnen. Von daher keine Engine-Züge.
So. Also, wohin soll der Springer? Springer C3 oder Springer G3? Springer D2 ist, denke ich, nicht so gut. Springer schlägt D6, Springer F6 geht beides nicht, weil die Dame den schlagen kann. Also Springer C3 oder Springer G3? Ja, intuitiv Springer C3 eigentlich. Sieht besser aus. Springer G3, um damit auf F5 mit dem Springer zu schlagen, sieht auch ziemlich gut aus. Sieht auch ziemlich gut aus. Ich weiß es nicht. Ich mach mal Springer G3. Ich mach mal Springer G3. So, Dame A5, das habe ich erwartet. Jetzt droht er auf A2. So, das ist ein bisschen lästig hier, dass er den Bauern auf A2 schlagen möchte. Und ich dachte, ich mache einfach mal einen ruhigen Zug. A3. Habe hier alles gedeckt und dann kann ich hier weitermachen, weil der Bauer läuft nicht weg auf F5. Und sein König, der bleibt schwach. Also, das kann er gar nicht retten. Wir haben über 1000 Zuschauer auf YouTube. Herzlich willkommen, liebe Freunde. Wow, an einem Dienstagabend hätte ich gar nicht gedacht. Ist ja das erste Mal, dass ich so in der Woche streame. Schön, dass ihr alle dabei seid, liebe Freunde. Spinches fragt, gibt es Magnus in der App auch im jetzigen Alter? Ich glaube, könnte sein. Vielleicht ein Jahr vorher. Also, oder ja, könnte gut sein. Im Alter von 29 wäre das dann. Dieses Jahr wird er 30. So. Springer schlägt F5, könnte ich auch überlegen. Dame schlägt B7 ist auch ein Zug. Dame schlägt B7 ist auch gar nicht von der Hand zu weisen, weil ich die Idee habe, Turm schlägt E6. Ist auch eine nette Idee, um den Turm zu entwurzeln. Hier, den Verteidiger abzutauschen. Deshalb kann er, glaube ich, dann nicht auf A2 schlagen. So. Dame schlägt B7. Was würde er da eigentlich machen? Ich glaube, er ist hier wirklich in Schwierigkeiten. Vielleicht Turm C7, könnte ich auch noch auf A6 schlagen. Aber eigentlich will ich nach wie vor nicht die Damen vom Brett nehmen. Weil sein König schwach ist. Also, Grundregel für euch, Freunde: Man behält die Damen auf dem Brett, wenn man den sicheren König hat, beziehungsweise der Gegner einen unsicheren König hat, dann lässt man die Damen am besten auf dem Brett. Weil die Dame ist die stärkste Figur, die stärkste Angriffsfigur auch. Und dann kann man viel mehr Probleme dem Gegner bereiten. So, Dame schlägt B7. Ich versuche mich mal hier nicht die ganze Zeit ablenken zu lassen von dem Chat. A3 ist ein Zug, Dame schlägt B7 ist ein Zug, Springer schlägt F5 ist ein Zug und Läufer schlägt F5 ist auch ein Zug. Viele Züge. Läufer schlägt F5 sieht eigentlich ziemlich gut aus, wenn ich mir das so ein bisschen angucke. Hier den Verteidiger abzutauschen, den Läufer auf E6, dann komme ich doch hier direkt durch, oder? Aber ich muss aufpassen. Ja, ich muss aufpassen. Läufer schlägt F5, kommt Läufer G5 Schach. Ja, auf den Zug muss ich sowieso aufpassen. Das habe ich ein bisschen außer Acht gelassen. Dame schlägt B7, kommt auch Läufer G5 Schach und ich kann aufgeben. Ich kann aufgeben. Ich glaube, da habe ich mich ein bisschen irritieren lassen von Henry, der kurz meine A3 ist so ein schlechter Zug. Da darf ich einfach nicht mehr drauf schauen auf den Chat und auf so einen Quatsch. Ja. Denn hier gibt es eine Drohung und die möchte ich jetzt gerne aus der Stellung nehmen. Läufer G5 Schach und dann kommt das Matt auf A2. Das ist hier ein ganz schönes Problem und das muss ich hier irgendwie verhindern. Turm schlägt E6. Vielen Dank an GamerHD für den Support. Dankeschön. So. Ja, machen wir mal A3. Turm schlägt E6 ist noch zu früh, ne? Machen wir mal A3. So, Läufer G5 Schach, okay, kann er machen, habe ich jetzt kein Problem mit. Ich ziehe den König einfach in die Ecke, König B1. Und was will er jetzt? Läufer D2? Was werden das denn jetzt für krumme Aktionen hier? Wo soll der denn, wo will der Läufer hin? Kommt er mir gleich mit Läufer C3 um die Ecke oder was hat er für eine Absicht hier? Das ist schon ein bisschen mysteriös. Turm E2 wäre der erste offensichtliche Zug. Turm schlägt E6 ist auch eine Möglichkeit. Kann man auch wirklich ernsthaft hier überlegen. Was habe ich noch für Züge? Also ist es generell hilfreich für euch, Freunde, wenn ihr eine komplizierte Stellung auch habt, dass ihr euch fragt, was sind meine Optionen? Welche Züge? Was sind meine Kandidatenzüge? So nennt man das. Und das gehe ich hier durch. Schlagzüge oder Schachzüge oder beides, wie hier Turm schlägt E6, das sind immer schöne Kandidatenzüge. Auch hier Springer schlägt F5, Läufer schlägt F5. Die Züge, man kann sie zumindest mal andenken. Ja, auch hier Springer schlägt F5 mit D, Springer schlägt D6. Also ich werde jetzt hier ein bisschen rechnen müssen, denn es ist ja eine komplizierte Stellung. Der normale Zug wäre Turm E2, aber die Frage ist, habe ich noch was Besseres?
So, Spinchess sagt jetzt auch, Springer schlägt F5. Ja, ist ein Kandidatenzug. Wir wollen diese Züge zumindest erstmal sehen, dass sie überhaupt existieren. Denn wenn wir sie nicht sehen, dann können wir sie auch nicht berechnen. Das passiert häufig auch auf höchstem Niveau, dass Leute einfach überhaupt einen Zug gar nicht auf der Rechnung haben. Und das ist also der erste Schritt. Fangen wir mal mit Springer schlägt F5 an. Läufer schlägt E1, muss die kritische Antwort sein, dann Springer schlägt D6 Schach. So, jetzt greife ich auch den Turmmann auf C8 und ich gebe ein Schachgebot. Jetzt kann er König E7 spielen. Beispielsweise bin ich mir nicht so sicher, wie das weitergeht. Klar, ich kann auf C8 schlagen, aber er schlägt wieder. Und irgendwie finde ich das nicht so überzeugend. Könnte sein, dass das irgendwie funktioniert, aber finde ich nicht so überzeugend. Turm schlägt E6, F schlägt E6. Und jetzt? Gut, ich kann auf B7 schlagen, aber das überzeugt mich nicht so sehr. Dann kann er wahrscheinlich sogar kurz rochieren. Dürfen wir ja nicht vergessen, Schwarz kann nach wie vor kurz rochieren. Ich kann auch Turm schlägt E6 spielen und Dame H5 Schach geben. Das ist auch interessant. Ich sehe gerade noch, Nightboard sagt immer noch, whoops, jetzt habe ich irgendwas Siri. Ups, oder? Ich habe irgendwie Siri aktiviert. Nightboard sagte immer noch, dass man Elisabeths Kanal auf YouTube abonnieren soll. und auf Twitch. Ja, das habe ich vergessen auszustellen. Könnt ihr natürlich gerne nach wie vor machen. So. Turm schlägt E6, F schlägt E6, Dame H5 Schach. Ja, sizilianische Drachen habe ich gesehen, habe ich aber eben auch gesagt. Turm schlägt E6, F schlägt E6, Dame schlägt B7, kurz hoch Hade. Sehe ich nicht so eindeutig. Finde ich nicht so überzeugend. Ich will jetzt mir das nochmal anschauen mit dieser Variante mit Dame H5 Schach. König D7 oder König E7? Ja, ist interessant. Aber die Frage ist auch, besteht überhaupt die Notwendigkeit für solche Opfer jetzt? Oder kann ich einfach sagen, ich mache Turm E2 und dann, was macht er eigentlich als nächstes? Läufer C3? Das funktioniert doch alles nicht. Wir machen hier einfach einen ganz normalen Zug und dann steht er doch da wie der Ochs vom Berge, oder? Also manchmal kann man auch sagen, ich mache hier einen normalen Zug, keine Notwendigkeit, irgendwas zu opfern, denn die Stellung ist gut. Ja, auch die Kurzhochrade, das rettet ihn jetzt nicht. Sein König bleibt schwach, der König hat keinen Schutz. So. Springer schlägt F5, ist jetzt der erste Zug, den ich berechne. Läufer schlägt F5 auch attraktiv. Aber sein König ist hier ja extrem offen. Also das kann nicht gut gehen für ihn. Ich darf jetzt nur nicht irgendwie die Sache, ich darf jetzt nur nicht irgendwie ihn entkommen lassen. Darum geht es hier vor allem. Ich habe ja kein, was habe ich denn geopfert? Einen Bauern habe ich geopfert und habe hier quasi einen kostenlosen Angriff. Schach LP sagt auch, kurz auch gerade, das ist doch so gut wie matt. So ist das auch. Der Läufer ist auch ein bisschen anfällig, wird hier nur von der Dame gedeckt. Also da könnten auch Motive in der Stellung sein, dass der Läufer vielleicht mal gefangen wird. Dame F2 ist so ein Zug, den ich auch im Blick habe. Turm D1 kann man überlegen. Das sind alles Züge, die man überlegen kann. Aber eigentlich will ich mich um den König kümmern. Und die Frage ist hier nur, schlage ich mit dem Springer oder schlage ich mit dem Läufer? So. Springer schlägt F5. Ich glaube, den Springer, den darf er nicht am Leben lassen. Den muss er schlagen mit dem Läufer. Und dann schlage ich wieder mit dem Läufer und greife seinen Turm an und ziele auch gegen H7. Das sieht schon alles sehr gut aus. Vor allem bei ungleichfarbigen Läufern hat man sehr gute Angriffschancen. So. Insofern, das sieht gut aus. Springer H5 ist auch noch ein Zug, den wir betrachten sollten. Nicht nur die Schlagzüge, sondern Springer H5 mit der Idee Dame G3 und Matt auch nicht von der Hand zu weisen. Finde ich auch attraktiv, aber ich glaube, er kann dann noch König H8 spielen und ist rechtzeitig damit Turm G8. Und das ist noch nicht vorbei. So, Dame H5 ist auch noch ein Zug, St. Finn Oldenburg. Ja, habe ich jetzt gesehen. Könnte man auch machen. Ist sicherlich auch eine Möglichkeit. Sicherlich auch eine Möglichkeit. Okay, ich versuche nochmal hier das irgendwie zum Ende zu bringen. Springer schlägt F5, Läufer schlägt F5, Läufer schlägt F5, Turm C5 erwarte ich mal. Turm C5, wobei das läuft auch ein bisschen in B4 rein eventuell sogar.
Ja, B4 ist, glaube ich, da auch sehr lästig für ihn. Ja, Springer schlägt F5. Das sieht so gut aus, das machen wir jetzt. So. Ja, den kann er nicht am Leben halten, leben lassen. Dame schlägt F5, geht doch hier auch. Also, Freunde, wenn ich es jetzt ganz trocken spielen will, dann mache ich Dame schlägt F5, weil ich gewinne die Qualität. Mindestens. Ich drohe matt, er muss die Damen tauschen. Und nach Läufer schlägt F5, hängt sein Läufer auf D2 und der Turm auf C8. Also das wäre die ganz trockene Alternative jetzt. Was meint ihr, Freunde? Auf matt gehen oder auf safe hier das Ding nach Hause bringen? Justin sagt, trocken spielen. Okay, was sagen die anderen? Trocken oder auf matt gehen? Trocken, trocken, safe, Material nehmen. Ich sehe schon, ihr seid alle ganz sicher unterwegs. Matt, matt. Aber jetzt kommen die Leute und sagen matt. Auf matt gehen, matt. Oh je, ich glaube, Restream, der Chat wurde überlastet hier. So viele Kommentare jetzt. Oh, schwierig. So. Matt, matt, matt. Ja. Okay. Mach mal Abstimmung matt oder safe. Ja, irgendwie kann man noch so eine Abstimmung machen, aber bis ich das jetzt herausgefunden habe, da würde das zu lange dauern. Umfrage. Ja, okay. Also ich glaube, ich muss das einfach entscheiden. Auch, man muss ja auch objektiv spielen, ne? Also schauen wir uns das nochmal an. Läufer schlägt F5. Was macht er dann? Turm E8 vielleicht? Nee, Turm E8 kann er auch nicht machen. Das geht gar nicht. Turm C4. Das sieht auch alles super schlecht aus für ihn. Okay, Freunde. Ihr wollt das matt sehen, ne? Ihr wollt, okay, komm. Also, wenn ich sicher machen würde, Dame schlägt F5, das würde es hier nach Hause bringen, auf jeden Fall im Endspiel mit Klatterqualität mehr, würde ich nach Hause bringen. Aber wir spielen mal Läufer schlägt F5. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Er macht Turm C5. Okay. Jetzt könnte ich nochmal eine Figur gewinnen, wenn ich das möchte. Mit B4. Mit B4 würde ich hier die Figur gewinnen, weil der Läufer hängt und Turm und Dame. Er würde wahrscheinlich seinen Läufer geben gegen zwei Bauern, aber da hätte er auch nicht genug. Also das wäre auch eine Gewinnstellung. B4 ist, denke ich, ein guter Zug. Was habe ich noch? Läufer E4 könnte ich machen. Läufer E6 könnte ich machen hier. Das wäre sicherlich auch vernünftig. Dame H5 wäre auch möglich. Dame H5 sieht stark aus mit der Mattdrohung auf H7, aber er hat noch die Antwort H6. Und irgendwie hält er gerade noch so alles zusammen, scheinbar. Was ist denn mit Dame G4? Dame G4, König H8. Ändert das jetzt was? Oh, Dame G4, Dame D4. Was ist denn damit, liebe Freunde? Das sieht auch ziemlich gut aus. Ah ja, ich habe so viele gute Optionen hier. Ich kann das auch alles kombinieren. Ich kann mit B4 starten, Läufer schlägt B4 und dann Dame G4 Schach spielen. Ich glaube, das ist auch richtig giftig für ihn. Oh ja, das sieht richtig giftig aus. Also B4, was will er machen? Ja, nichts will er machen. Turm schlägt F5 oder was? Aber das ist ja auch ein Scherz. Okay, dann würde er sich wieder ins Endspiel retten, aber okay, das ist auch lächerlich. Dame G4, König H8, Dame D4, König G8. Ja, das Problem ist, der Läufer hängt noch auf F5, deshalb gewinne ich nicht direkt eine Figur. Aber ja, es ist echt ein Luxusproblem hier. Also ich weiß gar nicht, wofür ich mich entscheiden soll. Ich kann auch mit Dame G4 anfangen, König H8 und dann B4. Das sieht auch super stark aus. Dame schlägt A3, B schlägt C5, habe ich einfach einen Turm mehr. Ah, nicht, dass ich mich da matt setzen lasse irgendwie mit Läufer C3 am Ende. Das wäre sehr ungünstig. Okay, ich glaube, ich mache B4. Ich mache B4. So.
Das ist heute mein zweiter Versuch, Simon. Die erste Partie ist remis ausgegangen, findest du auch auf meinem YouTube-Kanal. Hier war noch der Vorschlag Dame G4, König H8, Dame H4, aber dann schlägt Schwarz den Läufer auf F5. Das ist da das Problem. Wir machen B4, was soll's. So. Ja, Spielturm schlägt F5. Wir müssen jetzt doch ins Endspiel gehen, Freunde, aber das Endspiel ist so gut. Ja, gut, was soll's. Machen wir das halt, ne? Ja, sorry, Freunde, kein Matt. Er hat sich noch ins Endspiel gerettet, aber die Stellung ist trotzdem komplett verloren. Von daher, ich werde mal schauen, dass wir das hier relativ zügig zu Ende bringen. Und dann können wir noch eine Partie spielen gegen Magnus im Alter von 12, oder? Turm E7 sieht gut aus jetzt. So. B5, klar, er deckt den Bauern. Jetzt kann ich erstmal meinen König aktivieren. König A2. B schlägt A5 war besser, mein Henry. Ach komm, Henry, also. Warum war denn jetzt B schlägt A5 besser, mein Lieber? Das ist mir nicht klar. König A2 machen wir mal. Bringen den König hier in Stellung. Läufer E5. Ja, da steht der Läufer natürlich ganz gut. So, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, nicht, dass er hier zu Gegenspiel kommt mit Turm C8. Ja, also noch ist die Sache nicht ganz durch. Turm C7 sieht ganz vernünftig aus. Okay, den Bauern auf H2 würde ich einfach mal hergeben. Wow, über 1500 Zuschauer auf YouTube. Herzlich willkommen, liebe Freunde, und natürlich auch alle, die auf Twitch dabei sind und auch auf Facebook. So. 1500 Zuschauer. Wow. Also ich spiele gerade gegen Magnus Carlsen im Alter von 11 Jahren in der Play Magnus App. Und es sieht gut aus. Ich würde sagen, es sieht ziemlich gut aus. Ich darf jetzt nur nicht hier die Nerven verlieren, sage ich mal. Aber gut, so nervös bin ich auch nicht. Machen wir mal Turm C7. Ja, den Bauern H2 kann er haben, kann er haben. Ich hole mir dafür den Bauern auf A6, früher oder später. Ja. König B3 jetzt erstmal oder Turm A7. Turm C6 könnte ich auch machen. Macht er wahrscheinlich Turm A8. Machen wir erstmal König B3. Er steht ja sowieso vollkommen passiv mit seinem Turm, kann sich gar nicht bewegen, ne? Also ich kann eigentlich machen, was ich will, weil er kommt hier gar nicht raus mit dem Turm. Jetzt mache ich mal A4, bringe hier den Bauern nach vorne, den wird er abtauschen. Ja, okay, König G6 geht natürlich auch. So, wohin ziehe ich den Turm? D5, F3. Ziehen wir ihn mal nach F3. Turm nach F3 zurück. Da steht er gut. Jetzt schlägt er auf A4. Okay, ich schlage mit dem König. Und Läufer E5. Und okay, gleich kommt der Alert auch rein. Lieber Flo, ich habe schon gesehen. Gut, jetzt C4. König A5 könnte man machen. König A5 sieht auch gut aus, um auf den A6 drauf zu gehen. Turm A7 könnte ich auch machen. Er will wahrscheinlich als nächstes F6 spielen. So, hier kommt es offiziell. Vielen Dank an Flo Chiaruzu für das Kompliment und auch für den Support. Er will wahrscheinlich F6 machen gleich. Ja. Turm A7 kommt er immer noch mit Turm C8 wahrscheinlich um die Ecke. Gut, spielen wir mal C4. So. F5 macht er. Okay, kann er auch machen, wenn er es möchte. Jetzt Turm C6 sieht ziemlich vernünftig aus. Ich greife den Bauern an auf A6 und ich habe auch die Idee C5. Also ich fessel hier den Bauern auf der sechsten Reihe und kann jetzt hier weiter vorgehen mit C5. König F7. Jetzt hängt auch der Bauer auf F5. Ich weiß nicht, warum er. Den gibt er mir jetzt auch noch. Ja, also ich spiele das jetzt relativ schnell runter, weil die Partie ist im Prinzip gelaufen. Was heißt im Prinzip, die ist gelaufen. Ich habe die Qualität mehr und das lasse ich hier mir nicht, die Butter lasse ich mir nicht mehr vom Brot nehmen, ne? Ich kann jetzt den Bauern auf D6 schlagen, ich kann jetzt auf H7 schlagen. Also so einiges kann ich hier machen. Was mache ich denn auf H7?
Sieht alles so gut aus. Auf D6 schlagen. Ich schlage mal auf H7. Haben wir hier auch noch einen Freibauern auf der G-Linie? So, König D5, das hatte ich schon erwartet. Jetzt spiele ich Turm B6. Gehe hier zur Seite. Und jetzt kann ich dieses Schachgebot geben von der Seite. Läufer E5. Und jetzt wollte ich eigentlich einfach wieder schlagen auf C5. Ja, machen wir das mal. König schlägt C5, geht nicht wegen Turm E6. Er spielt König D4. Sehr komischer Zug. Ich dachte, er macht Turm C8 oder so. Ah, dann kommt Turm D6. Turm D6 war eine gemeine Drohung. Und deshalb hat der König D4 gespielt. Ist natürlich auch ein sehr trauriger Zug. Das ist klar. Jetzt gehe ich weiter vor mit C6, oder? C6 kommt vielleicht König C5. Aber König C5 hilft ihm auch nicht. Turm B4 kann ich doch auch machen. Turm B4 sieht auch lästig aus. Ja, machen wir mal Turm B4. Da muss er nämlich wieder zurück nach D5 in die Festung rein. Und so kann ich ihn da an die Festung binden. Und vielleicht kann ich das jetzt echt vereinfachen. Jetzt mache ich nämlich Turm B1. So, Turm B1. Habe ich gesagt, ne? Ja, spricht nichts gegen, oder Freunde? Seht ihr was, was dagegen spricht? Ich nicht. Turm B1, Turm E1. Und dann Turm schlägt E5 und dann ist die Sache durch. So. Okay. Ich kann jetzt einfach auf E5 schlagen. Ich kann auch was anderes machen. Ich kann auch einfach C6 spielen. Das ist hier wirklich wahlweise. Also, das ist wirklich wahlweise, wie ich es hier mache. Machen wir C6, was soll's? C6, König schlägt, okay. Also jetzt wäre der Moment gekommen, wo man wirklich mal getrost aufgeben könnte. Lieber Magnus, mit Turm weniger. Das ist doch durch. Das ist durch, Freunde. Muss ich das jetzt hier noch irgendwie weiterspielen? Naja, was soll's. Okay, wie machen wir es? Der Bauer auf G2, den wollen wir natürlich behalten, den einzigen Bauern, den wir hier noch haben. Also wird der Bauer gedeckt. So einfach ist das. Turm A8, ja. Schön in die Ecke. Da steht er gut. Bringen wir mal den Bauer nach vorne. Hier G4, G5, Turm E6, G6, Turm E5, Turm G5 machen wir mal. So, Turm F6, Turm F7. Daniela fragt, kannst du auf das PogChamps-Turnier live reagieren? Ja, das wollte ich euch mal fragen. Also wer das noch nicht mitbekommen hat, um 22 Uhr spielt der größte oder einer der größten deutschen Streamer, nämlich Papa Platte, seine zweite Partie auf chess.com. In den PogChamps, da spielen sehr viele Streamer mit, spielen Schach und es geht um 50.000 Dollar insgesamt. Und ich wollte euch mal fragen, ob ihr Lust habt, dass ich dann da nachher reinschaue, wenn es soweit ist, um 22 Uhr. Also, das war die Partie gegen Play Magnus. Wir haben es geschafft. Play Magnus, Magnus Carlsen im Alter von 11 Jahren besiegt. Und damit können wir weitergehen zum nächsten Level, oder? Level 12 können wir jetzt angehen, oder? Ich würde sagen, das können wir hier machen. Ja, vielen Dank für die Glückwünsche. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft, Freunde. Okay. Ich muss allerdings gestehen, ich bin ein bisschen schlecht vorbereitet, in dem Sinne, dass ich jetzt hier immer noch dasselbe Bild habe von Magnus, auch im Alter von 11, aber ihr werdet es mir verzeihen. Ich dachte gar nicht, dass ich das jetzt so leicht hier locker flockig über die Bühne bringen würde, aber das war eine ziemlich souveräne Partie im Großen und Ganzen, würde ich behaupten. Okay, hier haben wir Magnus Carlsen im Alter von 12 Jahren. Also, es geht weiter, Freunde. Ich spiele jetzt in der Play Magnus App gegen Magnus im Alter von 12 Jahren und lesen wir uns einmal zusammen den Text durch. Zwar war mir Schach wichtig, aber es war trotzdem nicht mein ganzes Leben. Ich war auch Kapitän meiner Fußballmannschaft. Doch in diesem Jahr nahm ich mir eine einjährige Auszeit von der Schule, um mit meiner Familie durch Europa zu reisen. Ich nahm an ungefähr 150 wichtigen Schachturnieren teil. Das soll wohl heißen,
Ich habe 150 Partien gespielt, nicht Schachturniere gespielt. Oder zählen da jetzt auch noch Schnellturniere mit rein? Auch dann wäre es sehr, sehr, sehr viel. Okay, hast du bereits ausreichend Erfahrung im Schach, damit du mich im Alter von 12 besiegen kannst? Das werden wir jetzt gleich herausfinden. Jetzt musste ich ja eigentlich einmal den Titel ändern, oder? Ja, wir müssen jetzt einmal den Titel ändern, Freunde. So viel Zeit muss sein, denn jetzt ist es ja Magnus Carlsen im Alter von 12 Jahren. So, und auf Twitch mache ich das auch noch. Da gibt es doch so einen Trick, oder? Moment, wie kriege ich das jetzt am schlausten hin? Eine Sekunde, Freunde. So. Hat sich jetzt der Titel geändert bei Twitch? Gebt mal kurz Feedback bitte. Ah ne, ich muss das irgendwie anders machen. Ne, ich muss noch Titel Title. Ich muss mal. So, Title. So, jetzt. Jetzt müsste sich aber geändert haben, oder? Ja, sehr cool. Das funktioniert also. Wunderbar. Top, top, top. Okay. Dann kann es jetzt losgehen. Raphael, ich werde. Okay, irgendwann werde ich nicht mehr gewinnen können. Ich glaube, dann müssen wir sagen, Remis zählt als Gewinn. Aber ich sag mal so, bis zum Alter von 16, 17, 18 traue ich mir auf jeden Fall zu, ihn zu schlagen. Dann irgendwann muss man sagen, oh weh, weiter geht's nicht mehr. Die App hat so viele Stufen, wie Magnus Carlsen alt ist. Also ich glaube mittlerweile 29. Ich gehe das jetzt nicht alles durch, da müsste ich hier lange scrollen. Aber schon so einige Levels auf jeden Fall. Schon so einige Levels sind dabei. Okay. So, Magnus Carlsen im Alter von 12 Jahren. Es geht jetzt los. Ich bin in der App Play Magnus und spiele diesmal mit den schwarzen Steinen. Ja, mit Schwarz ist das immer schon ein bisschen schwieriger. Gerade bin ich ja auch gut aus der Öffnung herausgekommen. Das hilft. Und jetzt haben wir hier diese Eröffnung. Spielen wir nochmal Nimmt zu Indisch. Ich sage nochmal, das hatte ich nämlich schon mal gegen Magnus im Alter von 10 gespielt. Da sah es nicht gut aus für mich, aber letztendlich konnte ich die Partie noch gewinnen. Er spielt E3, die sogenannte Rubinstein-Eröffnung. Beschreibung ändern, sagt Justin Matteo auch noch. Ja, okay, Justin, für dich ändere ich auch noch die Beschreibung ganz kurz. Genau, jetzt spiele ich nämlich gegen Magnus im Alter von 12 Jahren. Also, Rubinstein, hier kann man verschiedene Sachen machen. Oh, habe ich wirklich lange nicht angeschaut, muss ich gestehen. Ich spiele mal mit B6. A3, das ist ungewöhnlich. Also auch nicht so zu empfehlen, weil jetzt verschwendet Weiß noch ein Tempo darauf, dass ich den Springer schlage auf C3 und jetzt haben wir diese typische Nimmt zu Indisch Struktur auf dem Brett. Und das hätte Weiß hier nicht noch provozieren müssen mit A3. Denke ich nicht nötig. Santa Claus, kommst ein bisschen spät. Genau, gegen den 11-jährigen Magnus habe ich schon gewonnen. Deshalb sind wir jetzt beim 12-jährigen. Läufer B7. Noch 100 Abonnenten fehlen für die 50.000. Ja, Freunde, dann legt euch mal ins Zeug hier, die jetzt gerade zuschauen. Von euch über 1.300 aktuell. Wer da noch nicht abonniert hat, einmal auf den roten Button klicken. Dann kommen wir den 50.000 näher. Überschreiten sie vielleicht heute noch. Und dann verkünde ich, wann und mit wem das 50.000 Abonnenten-Spezial stattfinden wird. Und da habe ich natürlich einen besonderen Gast schon in der Hinterhand. Das ist schon alles fest. So. Läufer B7 mache ich jetzt erstmal, oder? Ich weiß gar nicht. Manchmal geht der Läufer auch nach A6. Spielen wir erstmal kurz hochhaben. Läufer D3. Ja, jetzt will ich E4 nicht zulassen. Deshalb spiele ich Läufer B7. Vielleicht wäre es doch besser gewesen, mit Läufer B7 anzufangen. Vielleicht macht es auch keinen Unterschied. Er spielt F3, um hier auf der Diagonale dagegen zu halten. Der Springer soll wohl nach E2 oder auch über H3 nach F2 entwickelt werden. Hier spiele ich jetzt mit C5 und das ist wirklich eine mustergültige
Stellung aus der Öffnung im Nim zu Indisch, denn das ist diese Struktur, die bauen auf C3 und C4 und diese Bauern kann man jetzt ganz gut angreifen. Ich versuche das mal auf typische Art und Weise zu tun hier, nämlich Springer C6 und der Springer soll nach A5 kommen und dann den Bauern auf C4 belagern. So. E4 ist es auch typisch, in der Zwischenzeit spielt Weiß ein wenig im Zentrum mit E4 und auch E5. Und die Frage ist jetzt, wie ich darauf reagiere. Ich könnte direkt Springer E8 spielen, prophylaktisch. Ich könnte auch mit Springer A5 weitermachen. Das ist hier ein bisschen die Frage. Springer E8 sieht auch vernünftig aus, aber eigentlich sehe ich noch keine Notwendigkeit. Machen wir mal hier den Standardplan weiter mit Springer A5. Okay, er spielt E5. Jetzt ziehe ich den Springer zurück. Ich denke, der gehört nach E8 hier. Er macht kurz Rochade, in Ordnung. So, und jetzt ist die Frage, okay, er kann mit F4 vorwärts kommen. Ich kann das natürlich jetzt hier ein bisschen anhebeln mit D6 auch oder mit F6 oder auch F5. Das sind hier typische Züge. Läufer A6 ist auch möglich, um weiter auf den C4 drauf zu gehen. Was macht er eigentlich nach Läufer A6? Vielleicht sollte ich das einfach mal spielen. Läufer A6, um den Bauern zu schlagen auf C4. Sieht doch vernünftig aus, oder? Vor allem, wenn ich dann auch hier den Läufer abtauschen kann. Okay, Läufer A6, was macht er dann? Ich sehe es nicht so richtig. Und ihr könnt natürlich wieder sehr gerne mitdenken und auch überlegen. Läufer A6 machen wir mal. Läufer E4 spielte A Tempo direkt, okay. Greift den Turm an auf A8. Turm C8 sieht gut aus. Der Bauer auf C4, der ist ein Kind des Todes hier. Der wird auf jeden Fall fallen. So, Turm C8. Ja, was sonst? Also Turm C8 sieht sehr vernünftig aus. D5 könnte ich auch noch überlegen. Man soll ja nicht zu schnell spielen, aber mit D5 würde ich seine Schwäche abtauschen, den Bauern auf C4. Das ergibt eigentlich wenig Sinn, deshalb Turm C8. Dame C2, er greift den Bauern auf H7 an. Den sollte ich jetzt irgendwie verteidigen. Ja, der Bauer ist angegriffen von Läufer und Dame. Da muss ich was gegen tun. So. Ist der Alarm eben durchgerutscht? Ich bin ein bisschen überrascht. Irgendwas, ich habe nichts gehört zumindest. Also, Alimax, vielen Dank für die 2 Euro über den Superchat. 24 Stunden Stream bei 50.000 Abonnenten spezial? Nein. vielleicht bei 100.000, aber das ist ein bisschen zu extrem, mein Lieber. Ein bisschen zu extrem. Ah, jetzt kommt er hier, der Alarm. Alles klar. So, Dame C2, wie decke ich den Bauern? H6 oder G6? Was denkt ihr? H6 oder G6? G6 schwächt die schwarzen Felder. H6 sieht eigentlich besser aus. Ja, ich glaube, ich mache H6. Also G6 hätte noch den Vorteil, dass der Springer über G7 wieder ins Spiel kommen kann. Aber das schwächt mir irgendwie zu sehr die schwarzen Felder. H6 finde ich da harmonischer. Ist natürlich auch eine Angriffsmarke. Also so oder so muss ich aufpassen. F5 wäre auch noch ein Zug. F5 ist gar nicht so dumm vielleicht. Er würde dann en passant schlagen. E schlägt F6. Ja, das kommt jetzt auch im Chat. Springer schlägt F6, deckt dann den Bauern auf H7 und greift den Läufer auf E4 an. Wahrscheinlich würde der Läufer G5 spielen. Und dann könnte ich H6 spielen. Das gefällt mir noch besser, weil dann der Springer wieder ins Spiel kommt. Der Springer, der macht mir Sorgen. Ja, F5 sieht gut aus. Wir machen F5. So, er schlägt en passant. Ja, Magnus sagt mir das hier auch nochmal, dass er meinen Bauern en passant geschlagen hat. Vielen Dank für den Hinweis. Ich schlage jetzt mit dem Springer und decke damit den Bauern auf H7 und greife den Läufer an. Er spielt Läufer G5, wie zu erwarten. Und jetzt droht wiederum Läufer schlägt H7, weil der Läufer den Springer hier fesselt auf der Diagonale. Deshalb muss ich was anderes unternehmen. Und der erste Zug, der mir in den Sinn kommt, ist H6. Weil damit greife ich nicht nur den Läufer an, ich verteidige mich auch gegen Läufer schlägt H7. Und ich glaube, das ist hier absolut sinnvoll. Jetzt macht der Läufer H4. Okay, hält den Läufer auf dem Brett. Aber ich glaube, jetzt endlich mal, Freunde, ist es an der Zeit,
dass wir den Bauern einsammeln auf C4. So, oder? Bauern einsammeln auf C4. Aber wie? Mit dem Springer oder mit dem Läufer? Das ist hier noch die offene Frage. Mit dem Springer hätte den Vorteil, dass direkt Springer E3 droht. Ja, diese Gabel auf E3 gegen Dame und gegen Turm. Und insofern gefällt mir das ganz gut. Läufer schlägt C4. Ja, finde ich nicht so überzeugend. Der Läufer ist hier. Der Springer ist auch ein bisschen am Rand. Springer am Rand sagt mir auch Kummer und Schand. Das können wir jetzt ändern, indem der Springer nach C4 kommt. Ja. Ja, spielen wir das. Sieht gut aus. So. Läufer H7 Schach. Okay, den darf ich jetzt nicht schlagen, weil dann meine Dame hängt. Aber das ist an sich kein Problem, denn ich ziehe den König einfach zur Seite. Jetzt schlägt er auf F6. Ich weiß nicht, was er will. Er spielt hier komische Züge. Er spielt hier komische Züge. Also erst verliert er ein Tempo, zieht zurück, dann schlägt er jetzt doch. Davor noch Läufer H7. Seltsam. Ich denke, meine Stellung ist mittlerweile sehr, sehr gut. Ich habe einen Bauern mehr. Meine Bauernstruktur ist intakt. Und er hat noch Schwächen, sein König ist auch geschwächt. E3 ist ein Feld. Ich schlage einfach mit der Dame. Jetzt spielt er Dame D3. Okay, das hatte ich schon ein bisschen erwartet, dass er hier diese Fesselung aufbauen möchte. Aber was ist mit dem Läufer auf H7? Das kann doch hier nicht gut gehen. Der hat doch auch kaum Felder. Gut, er kann noch nach G6 oder E4, aber es sieht irgendwie alles sehr seltsam aus. Also, wenn ich jetzt die Lage vereinfachen möchte, dann könnte ich einen Zug spielen wie Springer E3 oder Springer D2. Dann würde er diesen Springer schlagen und dann könnte ich den Läufer schlagen auf H7. So. Und dann hätte ich auch seinen Läufer abgetauscht. Sieht ziemlich vernünftig aus. Ich frage mich nur, ob ich was Besseres habe. Denn wie sagte schon der Weltmeister Emanuel Lasker, wenn ihr einen guten Zug seht, schaut noch nach einem besseren. D5 schlägt Henry vor. Könnte man machen. Ich sehe aber nicht so richtig den Nutzen. Ja, ich würde das Feld G6 kontrollieren, das Feld E4 kontrollieren vom Läufer. Ich würde auch den Springer decken. Also D5 ist auch ein sinnvoller Zug. Daran habe ich auch überlegt. Gut, schauen wir uns das mal an. Aber das ist hier schon ein Luxusproblem, was man genau macht. So. Okay. Ja, G6 schlägt Elias vor. Der Bauer würde, glaube ich, geschlagen werden. Ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert. Sieht ziemlich riskant aus, wenn du mich fragst. Könnte vielleicht funktionieren, aber naja, nee, das sieht zu riskant aus. So. Henry, ich hoffe wirklich, dass du hier keine Engine-Züge reinbringst. Ne? Ich hab bei dir bin ich mir irgendwie nicht so sicher. So wie du schreibst auch. Also bitte nur selber nachdenken. Ne? Okay, also bitte niemand hier Engine-Züge posten. Wir wollen das hier als Training nutzen und alle selber mitdenken. Also ich überlege zwischen Springer D2. Ja. Springer D2 sinnvoller als Springer E3 auf jeden Fall, weil die Dame ein bisschen schlechter steht auf D2. D5 überlege ich. Läufer B5 habe ich kurz angedacht. Droht auch Springer schlägt A3. Aber ich glaube, er würde einfach A4 spielen. Das bringt nicht so viel. Von daher. So. Von daher Läufer B5, das scheint nicht zu funktionieren. Ja gut, Henry, dann ist ja alles in Ordnung. Also ich war mir nicht so sicher. Dann passt das ja. So. Was machen wir? Springer D2 wäre so die einfache Fortsetzung, die mir eigentlich auch ziemlich gut gefällt. Den Läufer abzutauschen. Ich muss nur schauen, dass ich da keinen Trick übersehe. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich übersehe keinen Trick von ihm. Machen wir Springer D2. Mit Effekt gespielt. So, jetzt wird der Läufer hier abgetauscht und wir behalten den Mehrbauern auf jeden Fall. Das ist hier ein glatter Mehrbauer. Und
Jetzt ist die Frage, wie machen wir weiter? Läufer schlägt E2. Eigentlich der Läufer gefällt mir hier auch als Figur sehr gut. Der Springer ist eher schwach. Der hat keine Stützpunkte so richtig. Ich kann natürlich auch mal auf D4 schlagen. Das ist immer eine Option. Das kann man hier definitiv berücksichtigen. Vielleicht mache ich das sogar jetzt. C schlägt D4. Ja, es öffnet sich die C-Linie für meinen Turm. Sieht ziemlich vernünftig aus, wenn ihr mich fragt, dass das mal geklärt ist. Ja, Mo sagt auch, C-Linie aufmachen. Ja, Martin, Springer D2, Dame schlägt A6, wäre kein Problem gewesen, weil ich dann den Turm auf F1 hätte schlagen können, eben. Also das war alles noch vollkommen in Ordnung. So, also, C schlägt D4. Spielen wir jetzt mal. Mal sehen, wie er wieder schlägt. Er schlägt mit dem Springer, okay. Damit bleibt aber natürlich mit einer Schwäche hier auf C3 übrig. Ich habe auch diesen Bauern auf D7, der ein bisschen schwach ist, aber eigentlich ist das nicht weiter wild, würde ich behaupten. Und jetzt könnte ich meinen Turm aktivieren über die fünfte Reihe. Turm C5 sieht gut aus. So. Turm C5, Läufer B7 geht auch. Ja, machen wir mal Turm C5. Schön aktiv, Dame C2 Schach, A-Tempo gespielt. Aha, Dame A4, das habe ich. Ich habe schon gedacht, ich muss mal den König nach H8 stellen, weil sonst irgendein Schachgebot kommt. Der Computer sieht sowas sofort, ne? Dame C8 Schach, Dame A4 geht hier auf die Bauern drauf. Und das ist lästig. Aber ich glaube, so schlimm ist es noch nicht, aber das hätte ich jetzt nicht zulassen müssen. Also ist ein bisschen ungünstig. Spiele ich König H8 oder Dame G6? Das ist ein bisschen die Frage. Genau, Martin. Und in der Variante, die du sagst, nach Dame D3, der Springer F1 hängt, aber der kann wieder rauskommen, weil nach Springer nach E3 beispielsweise, weil wenn du den dann schlägst, dann schlage ich den Läufer auf H7. So. Dame G6, Dame A4. Läufer C8, Dame schlägt A7, Turm schlägt C3, Dame schlägt B6. Ne, ich glaube, ich lasse die Dame lieber auf F6, weil ich dann noch den Springer angreife. Das sieht eigentlich besser aus. Ja, machen wir König H8, Dame A4. Und jetzt hängt hier der Läufer und der Bauer auf D7, das ist das Problem. Den Bauer auf D7, den will ich auf jeden Fall nicht abgeben. Ich könnte auch auf C3 schlagen. Moment mal, was ist damit? Turm schlägt C3? Sieht doch ziemlich gut aus. Turm schlägt C3, dann kann er auf A6 schlagen und dann schlage ich auf D4 mit Schach. Dann habe ich sogar zwei mehr Bauern. Wenn er auf D7 schlägt, dann spiele ich Turm D8 und ich gewinne auch eine Figur. Was macht er denn dann? Er deckt wahrscheinlich den Springer nochmal irgendwie. Naja, machen wir erstmal Turm schlägt C3 und dann macht der Springer, ah, er macht vielleicht Springer schlägt E6. Er macht Springer schlägt E6 vielleicht. F schlägt E6 und dann Dame schlägt A6. Ja, das könnte das Problem sein. Springer schlägt E6, Turm schlägt C3, Springer schlägt E6, F schlägt E6, Dame schlägt A6. Habe ich dann einen guten Zug? Turm C2 vielleicht? Turm C2 sieht eigentlich lästig aus, auch mit so Ideen wie Turm schlägt G2. Ich behalte auch da einen Mehrbauern. Sieht auch nicht schlecht aus, um ehrlich zu sein. Muss man sich jetzt hier entscheiden. Ja, Turm A5 ist hier keine gute Idee wegen Dame schlägt D7. Das ist da das Problem. Der Bauer auf D7 hängt, den will ich nicht abgeben, weil dann der Bauer auf E6 auch direkt noch hängt. Das ist also nicht so gut. So. Turm schlägt C3 oder Läufer C8. Das sind hier die Optionen. Läufer C8 macht er wahrscheinlich Dame schlägt A7, dann Turm schlägt C3, dann hängt der Springer. Und ich habe auch E5 noch als Zug. Moment mal. E5 ist auch noch ein Zug. Läufer C8, Dame schlägt A7, E5 geht auch. Ist auch gar nicht so schlecht. Ein paar gute Züge. Also ich glaube, ich stehe nach wie vor gut. Aber ich habe ein bisschen mehr Spiel hier zugelassen, als es notwendig war. Okay, ich will eigentlich schon die Leichtfiguren auf dem Brett halten. Turm schlägt C3. Kommt Springer schlägt E6. Und F schlägt D6, Dame schlägt A6.
Turm C2. Ah, finde ich nicht so überzeugend. Wir machen mal Läufer C8. So, Dame schlägt A7 direkt, okay. Jetzt kann ich auf C3 schlagen und den Springer angreifen auf D4. Oder ich kann auch E5 spielen, weil der Springer hat kaum Felder und ich decke auch den Bauern auf B6 mit der Dame. Das ist ganz nützlich. Das gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Weil der Springer hat keine guten Felder. Wenn er nach B3 zieht, dann schlage ich direkt auf C3. Wenn er nach E2 zieht, dann könnte auch seine Dame ein bisschen in Gefahr kommen. Ich könnte so ein Zug spielen mit Dame C6 vielleicht. Oder ich könnte auch E4 spielen. Gibt ein paar attraktive Optionen. Ja, gut. E5 aggressiv, ja, aber was passiert nach Springer E2? Wie geht es dann genau weiter? Weil er deckt dann auch den Bauern auf C3. Das ist so ein bisschen der Haken an der Geschichte. Vielleicht nehme ich einfach den Bauern auf C3. Okay, gehen wir es nochmal durch hier. E5, Springer E2. Wenn ich E4 spiele, ja, sieht aggressiv aus, aber er schlägt den einfach, denke ich. Ich sehe da noch nicht so richtig. Obwohl, sieht eigentlich gut aus, aber funktioniert es? Also gegen den Computer muss man alles immer sehr genau berechnen. Sehr genau berechnen hier. E5, Springer E2. Turm A5, das bringt irgendwie nicht so viel. Ja, ich schlag den Bauern auf. Turm schlägt C3, kommt Springer B5. Moment mal, was ist damit? Ach, eigentlich kümmert mich das nicht so sehr. Ja, machen wir mal Turm schlägt C3. Ach so, Dame schlägt B6, geht ja trotzdem. Ich dachte irgendwie, er muss den Turm decken. Den Springer decken. Anders muss man den. Ich kann nicht mehr reden. Vielen, vielen Dank an André. Haben wir die 50.000 oder was? André spendet 50 Euro zur Feier von 50.000. Ist es soweit? Jetzt. Da ist das Ding. Da sind die 50.000 oder wie? Ist es schon soweit? Moment mal, das muss ich mir ganz genau jetzt mal anschauen. Also erstmal nochmal vielen, vielen Dank an André für den Support. 50 Euro, André XXL. Grüße gehen auf jeden Fall raus. So, haben wir jetzt die 50.000? Sind die schon durch oder nicht? Ja, 50.020. Ja, Freunde, cool, dass ihr dabei seid. 50.000, wie viele Leute das sind. Es ist einfach unfassbar. Unfassbar, Freunde. Ja, vielen Dank an die Glückwünsche. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Also, ohne euch wäre es nicht möglich gewesen. Ihr habt da aktiv mitgeholfen. Wow, Leute, 50.000. So, jetzt kann ich ja verraten, wer der Spezialgast ist. Nämlich, ich freue mich darauf, am 19. Juni, also nicht diesen Freitag, sondern den nächsten Freitag, einen der stärksten Großmeister in Deutschland bei mir begrüßen zu dürfen. Er ist, glaube ich, die Nummer 2 oder die Nummer 3, aber vielleicht auch die Nummer 4 aktuell. Er ist nicht mehr besonders aktiv, aber er ist das bekannteste oder eines der bekanntesten Gesichter im Schach, denn er kommentiert so gut wie jedes Top-Event. Er ist einer der besten Kommentatoren weltweit. Er ist einer der besten Eröffnungsexperten weltweit. Er ist Sekundant von Magnus Carlsen unter anderem. Und viele wissen das jetzt auch schon. Es ist Jan Gustafsson, der einer der Hauptmotoren bei Chess24. Und viele haben sich das gewünscht, dass wir mal wieder was zusammen machen. Und jetzt ist es dann bald soweit. Also, 19. Juni machen wir zusammen einen Stream. Die genauen Informationen dazu kommen noch. Ja. Okay, vielen Dank für die Glückwünsche nochmal. Vielen, vielen Dank. So, dann können wir uns jetzt weiter auf die Partie konzentrieren. Ich glaube, hier habe ich es ein bisschen verpatzt in den letzten Zügen. Ich habe einfach meinen Mehrbauern wieder hergegeben. Ich war einen Moment unaufmerksam. Das war nicht gut. Nicht gut gespielt von mir leider. Also, das war nicht gut hier.
Vielleicht stehe ich sogar schon schlechter, weil er hatte diesen Freibauern. Ja, doof. Doof gelaufen. Doof gelaufen. Gute Ablenkung vom Blunder, ja, kann man so sagen. Tom schlägt C3 gerade, war kein guter Zug. Ich hätte E5 spielen sollen. Ich hätte davor auch schon anders spielen sollen. Jetzt habe ich nicht mal einen Bauern mehr. Ich habe das komplett verpennt, dass er mit der Dame hier den Springer decken kann. So. Tja, wir können jetzt nur das Beste daraus machen. Was auch sonst. E5 ist hier ein Zug. Definitiv. Aber dann spielt der Dame, schlägt F6. Ja, könnte man machen. Könnte man machen. Ja, es öffnet auch die G-Linie. Vielleicht geht noch was. Vielleicht geht noch was. E5 sieht nicht so dumm aus eigentlich. Aber im Gewinnsinne wird das, glaube ich, so oder so schwierig. Okay, wir schauen mal. Also ich glaube trotzdem, ich habe noch die besseren Chancen in der praktischen Partie gegen einen Menschen. Da würde ich mir definitiv Chancen ausrechnen, aber hier gegen den Computer, wird nicht leicht. Aber das hat ja auch niemand behauptet. So. Machen wir E5, gehen in das Endspiel. Dame schlägt F6, G schlägt F6. Springer B5 spielt er direkt. Okay. Und jetzt ist der Turm angegriffen. Die Frage, wohin ziehe ich den Turm? Wahrscheinlich nach C2. Hier schön auf die zweite Reihe. Dann habe ich auch mal so Ideen wie Turm G8. Wahrscheinlich spielt er seinen Springer nach D6. Das kann natürlich sein. Turm D3. So. Vielen Dank für den Support an. Moment. An Philipp B. Vielen Dank für die 2 Euro. Also, Turm D3 gefällt mir nicht so gut, weil den Turm würde er dann einfach abtauschen mit Turm D1. Turm B3 bringt auch nichts. Turm B1. Turm C2 ist eigentlich dieselbe Geschichte. Er macht einfach Turm C1. Ja, er tauscht den aktiven Turm einfach ab. Ich könnte Turm C5 machen. Dann kann er nicht direkt den Turm abtauschen. Vielleicht Turm C5. Aber ja, ich glaube, Turm C5 ist noch verhältnismäßig am besten. Machen wir das mal. Turm C5. Er spielt den Springer nach D6. Das war zu erwarten. Dort steht der Springer ziemlich gut. So, und jetzt Läufer A6. Ich könnte auch Turm C6 spielen oder Turm D5. Eigentlich würde ich gerne hier den Abtausch provozieren, aber er macht da vermutlich sowieso nicht mit. Ja, machen wir mal Läufer A6 vielleicht doch. Läufer A6 macht der Turm C1 höchstwahrscheinlich. Ja, ist ein bisschen lästig. Da muss ich nämlich die C-Linie hergeben. Wobei ich kann Turm D5 spielen. Ist, denke ich, in Ordnung. Ja, das ist nicht so ganz trivial, dieses Endspiel. Okay, Läufer A6 machen wir mal. Läufer A6, Turm C1. So, jetzt Turm D5. Turm D5 oder Turm A5 könnte ich auch mal auf den A3 Bauern gehen. Aber dann kommt er hier aktiv mit Turm C7. Ich glaube, das wäre ein bisschen lästig. Turm C7. Also mache ich Turm D5 und greife den Springer an. Er macht wahrscheinlich Springer F5. Ja, er macht wahrscheinlich Springer F5 und geht auf den H6 drauf. Ja. Ja, aber trotzdem, oder? Ich mach's trotzdem, Turm D5. Er macht Turm D1, okay. Den Zug hatte ich jetzt nicht so sehr gefürchtet. Die Türme müsste ich jetzt einmal abtauschen. So, zack, zack. Jetzt droht auch Springer F5 ein bisschen. Und Doppelangriff gegen H6 und den Bauern auf D7. Ich könnte meinen Turm jetzt mal aktivieren mit Turm B8. Das wäre hier eine sinnvolle Möglichkeit. Und dann, er kann auch Springer F7 machen. Ah, Moment, er kann auch Springer F7 machen. Turm B8, Springer F7, das ist ungünstig. Also König H7. König G7 läuft auch in Springer F5 rein. Das ist wiederum lästig.
König H7 macht er wohl Turm C1. Aber das ist eigentlich alles nicht so schlimm, oder? Ja, der Springer steht schon ziemlich gut da auf D6. Steht schon ziemlich gut da. Den kriege ich auch nicht so leicht weg. Was ist mit einem Zug wie F5? F5? Und dann mit der Idee Turm F6? F5 sieht doch vernünftig aus. Turm D5 könnte lästig sein dann. Zug wie Turm D5. Und geht auf den E5 drauf. Turm F6. Nicht so leicht. Also ich. F5 ist immer besser Zug. Ja, vor allem Schachmatt auf F5 ist immer besser Zug. Das ist klar. Aber ich muss hier, glaube ich, noch genau spielen, um das Remis zu erreichen. Das schaffe ich jetzt nicht so ohne weiteres. Und ist natürlich ein bisschen ungünstig, so wie die Partie bisher gelaufen ist. Ich hatte frühen Bauern gewonnen und stand ziemlich gut und habe dann das eigentlich ja, relativ doof eingestellt. Vorsicht beim F-Bauern. Ja, da hat jemand aufgepasst. Also, das stimmt. Immer Vorsicht beim F-Bauern. Ja, also ich überlege König H7, Turm C1, König G6, Turm C7, Turm D8, aber dann läuft der Bauer los, dann kommt Turm A7. Eigentlich muss ich den Springer irgendwie loswerden. Und die Frage ist nur wie. Die Frage ist nur wie genau. Ja, F5 geht aber leider nicht so gut. Es kommt Turm D5, Turm F6, alle mitdenken im Kopf. Turm F6, Springer E8. Turm E6, Springer C7. Wobei selbst das, ja, das wäre unangenehm, das wäre ziemlich unangenehm. Und dann verliere ich einen Bauern. Das kann ich also nicht gut machen. So. Der Läufer ist hier ziemlich dominiert von dem Springer. Das ist so das grundsätzliche Problem an dieser Stellung. Eines der Probleme. Aber so schlecht darf das doch hier noch nicht sein, eigentlich. Denke ich zumindest, dass es noch nicht so schlecht ist. So. König G7, Springer F5 Schach, König G6. Scheint einigermaßen zu funktionieren. Wobei auch das sieht nicht so gut aus. König H7, Turm C1. Der Läufer macht mir echt große Sorgen hier. Wenn ich den nach E6 oder so bringen könnte, da würde er gut stehen. Aber auf A6, da hängt er ziemlich in der Luft. Okay, wir machen mal König H7. A4. Er macht gar nicht Turm C1. Das ist auch komisch, finde ich. Er macht gar nicht Turm C1, sondern A4. Okay, jetzt König G6. Dann will er vielleicht Springer E4 machen. Und auf den D7 nochmal drauf gehen. Jetzt könnte ich auch Turm A8 spielen. Okay. So. König G6, Springer E4. Läufer C8 sieht zu passiv aus. König G6, Springer E4. Turm A8 vielleicht, aber dann Turm schlägt D7. Ich muss mich irgendwie mal ein bisschen aktivieren hier eigentlich.
Wie genau stelle ich es an? Ich glaube, ich habe eine gute Idee. Ich glaube, ich habe eine ganz gute Idee. Also, wir machen König G6. Ja, das gefällt mir. König G6. Ja, mach König F2, genau. Wenn er Springer E4 macht, dann hätte ich nämlich Läufer B7 spielen können und dann hätte ich in ein Endspiel abwickeln können. So, das Problem ist nach wie vor mein Läufer, der ist komplett dominiert hier auf A6, der kann nicht ziehen. Der hat kein einziges Feld gerade zur Verfügung. Gut, C8, aber das ist nicht gerade wünschenswert. So. Also Turm nach B8 vielleicht. Turm B8 sieht jetzt relativ sinnvoll aus. Ja, endlich mal diesen Turm aktivieren. F5 wäre auch möglich. Warum eigentlich nicht F5? Dann hat sein Springer immerhin auch keine Felder mehr. Gut, er kann nach B5 ziehen. Aber das würde auch zum Remis verflachen. F5 gefällt mir auch nicht schlecht. Dann könnte ich auch mit meinem König weiter rankommen, hier nach F6 und so weiter und nach E6. Ja, das sieht eigentlich sehr vernünftig aus hier. F5, oder spricht was dagegen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Okay, machen wir F5. Turm D5 spielt er jetzt. Oh, er ist gewieft. Er will den Turm nach A5 bringen und dann meinen Läufer fangen. Aber das gelingt ihm hier noch nicht, oder? König F6, Turm A5. Ich habe Läufer D3. Ist doch kein Problem. König F6 sieht doch grundsolide aus, sage ich mal, oder? König F6. Ja, spielen wir. F4. Okay, den Zug habe ich nicht gesehen. Das ist natürlich lästig. Aber warum kann ich jetzt nicht König E6 spielen? Ach, weil er dann Turm A5 macht? Wow, was für ein Zug. Was für ein Zug. Aber ich glaube, ich sollte doch trotzdem das Remis hier halten können, oder? F4. E schlägt F4, Turm schlägt F5 Schach. König E7. Ja, das Endspiel wäre, glaube ich, ziemlich unangenehm. Das darf ich nicht machen. König E6 muss ich, glaube ich, spielen. Da macht der Turm A5. Ich schlage den Springer. Er gibt Schach. Ich ziehe nach vorne. Ja, wird nicht leicht. Ich glaube, ich muss hier kämpfen um das Remis, Freunde. Ich muss hier kämpfen um das Remis. Wow, wir haben über 1600 Zuschauer auf YouTube. Herzlich willkommen alle zusammen. Schön, dass ihr dabei seid. Heute haben wir die 50.000 geknackt. 50.000 Abonnenten. So. Ja, König E6. Turm A5 greift den Läufer an. Jetzt könnte ich auch den Läufer nach D3 ziehen. Ich könnte auch Turm A8 spielen. Ich weiß nicht, ob mir das bessere Chancen gibt. Die Alternative wäre, in das Turm ins Spiel zu gehen. Hier mit König schlägt D6, Turm schlägt A6, König D5. Aber ich stehe da so aktiv, das sollte Remis sein. Ich glaube, das dürfte ich halten nach König schlägt D6. Naja, machen wir das mal. Also Turmenspiele generell haben eine recht hohe Remis-Tendenz. Und deshalb, wenn ihr in der Verteidigung seid, ist das sinnvoll zu versuchen, in ein Turmenspiel zu gehen. Weil da eure Chancen auf ein Remis doch deutlich steigen. Auch mit einem Bauern weniger. Oder manchmal sogar mit zwei Bauern weniger. So. Jetzt kann ich sogar noch F4 spielen, oder? F4. Schach. König oder A5, D5. Kann er den Bauern überhaupt noch halten? Ich sehe es nicht. F4 sieht gut aus, oder? Björn Schwarz sagt das auch. F4. Wie soll er den Bauern halten? Turm A5 Schach, König E4.
A5, D5. Ja, machen wir F4. Zack, A5. Okay, darf ich nicht schlagen, wichtig, weil dann kommt Schach und mein Turm, das ist hier der Spieß. Aber ich kann D5 spielen. Ach, König F3 macht er jetzt. Ups, den habe ich nicht gesehen. Eieiei. Das war dann vielleicht nicht so gut. Ich hätte vielleicht doch direkt D5 spielen sollen. Das ist jetzt. Jetzt kriegt er verbundene Freibauern hier, wenn ich auf A5 schlage. Aber ich glaube, den muss ich schlagen. Sonst. Sonst, ja, irgendwann wird der mich eh ablenken, der Bauer. Okay. Turm schlägt A5. Ich könnte auch Turm F8 spielen, aber irgendwie sieht das nicht richtig aus. Ich glaube eher, dass ich versuchen sollte, Gegenspiel zu bekommen mit meinem. Ach, er gibt erst einen Schach. Wow, das habe ich auch nicht gesehen. Ah, ich dachte, er macht Turm schlägt F4. Eieieiei, ich glaube, es wird brenzlig, Freunde. Uh-oh. Die verbundenen Freibauern. Ja, das sieht nicht gut aus jetzt. Das sieht nicht gut aus. Hier, verbundene Freibauern. Starke Freibauern. So. König vor oder König zurück? Eigentlich muss ich irgendwie Gegenspiel bekommen mit meinen D-Bauern. Aber das dauert auch ziemlich lange. Habe ich das Gefühl. Ja, was anderes bleibt mir hier nicht. Wenn ich passiv bleibe, ist es, glaube ich, vollkommen verloren. Piane sagt, sollte Remis sein. Bin ich mir nicht so sicher. Also kann gut sein, dass das bereits verloren ist für mich. Weil Weiß diese beiden Freibauern hat. Und die verbunden sind vor allem. Das ist der wichtige Punkt. Also zurückgehen halte ich für keine gute Idee. Gut, ich kann dann viele Schachgebote geben, ne? Hilft mir das? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft, wenn ich viele Schachgebote gebe. Ha, schwierige Entscheidung. Schwierige Entscheidung. König F6. König schlägt F4. Turm A4 Schach. König E3. Turm A3 Schach. König D4. Ja, die Frage ist, wo er mit seinem König hinläuft. Also ob er jetzt zu meinem Bauern läuft oder ob er mit dem König nach H4 läuft. So. Ich sehe die Meinungen im Chat sind geteilt, ob ich nach vorne soll oder nach hinten mit dem König. Ich sehe schon. Ist auch keine leichte Entscheidung. Das ist klar. Könnte sein, dass beides verloren ist. König F6 schlägt, Turm A4 Schach, König G3, Turm A3 Schach, König H4, Turm A2. Das Problem ist, nach König D4, König schlägt F4, es steht alles so ungünstig. Also ich gehe nach hinten, ich gehe nach F6. Also ich gebe ein Schachgebot. Ich gebe noch ein Schachgebot. Ja, geht vor. Jetzt wollte ich Turm A2 spielen. G3, ja.
Schach. Nach C5 geht er sogar. Das, okay, ich weiß nicht genau, wohin er will jetzt. Also den Bauern kann er auf D5 nicht schlagen, weil ich dann den auf H2 schlage. So, das ist kein Problem. Ich kann jetzt vorlaufen mit meinem Bauern. Ich kann auch König G6 spielen. König G6 macht er wahrscheinlich Turm H4. Aber das war jetzt ein bisschen seltsam hier. König C5. Ich weiß nicht, wohin des Weges. D4. Okay, machen wir mal König G6. König G6 macht er Turm H4 wahrscheinlich. Oder gut, Turm H8 kann er auch machen. Kann ich noch irgendwas Sinnvolles hier machen? König G6 kann auch G4 machen natürlich. Vielleicht mache ich doch direkt D4. Spricht eigentlich auch nichts dagegen, oder? Direkt D4. Ja, ich mache mal D4. König C4, okay, er bleibt dran. Also wenn ich weiter vorziehe, das bringt mir nichts, weil er zieht auch einfach mit dem König weiter vor. Aber wie macht er hier Fortschritte? Okay, er will sich wahrscheinlich mit G4 aufbauen und dann mit H3. Naja, soll er mal zeigen. Soll er mal zeigen, wie er es macht. Er macht G4, okay. Aber jetzt ist es doch Remis, oder? Jetzt mache ich D3. Obwohl, noch nicht ganz. D3 macht er H3. D3 macht er H3. Ich würde gerne D3, König C3, Turm G2 spielen, H3, Turm G3. Wenn ich das hinbekomme, dann ist es definitiv Remis. Turm G2 kommt H3. Das bringt mir nicht viel, Freunde. Das bringt mir nicht viel. Da muss ich mich wieder um den Bauern kü kümmern auf D4. Dass der nicht weg ist. Ne? Die Frage ist aber auch, was macht er eigentlich als nächstes? Also, wenn ich jetzt Turm D1 mache, er macht H3, okay, und dann? Was macht er dann? Ich glaube, das muss doch jetzt Remis sein hier. Ich habe doch zu viel Gegenspiel mit meinem D-Bauern. Der König ist doch auch zu weit weg, oder? So. D3 kommt H3. Ich frage mich, ob ich den Bauern auf D4 halten soll oder auf D3. Eigentlich. Ah, vielleicht sollte ich ihn auf D4 halten, weil es könnte sein. Stellen wir uns mal eine Situation vor, ich spiele D3, er spielt H3 und dann spielt er Turm D5 und Turm schlägt D3 und dann kann er den Bauern auf H3 decken. Das will ich natürlich nicht. So. Ja, genau das sagt hier auch Hyperläufer. Ja, guter Punkt. Er will die Bauern von der Seite decken. Aber sobald er H4 spielt, ja, greife ich direkt den Bauern an. Das bringt ihm nichts. Und nach Turm, ich mache glaube ich Turm D1, dann Turm D5, dann habe ich Turm H1. Ist kein Problem. Und wenn er H3 spielt, dann spiele ich einfach wieder Turm D2. Eigentlich steht der Turm aber auf. Ich kann natürlich auch mit dem König pendeln dann. Vielleicht pendel ich auch mit dem König. Er will hier wahrscheinlich dann rüberlaufen. Das ist ein bisschen das Problem. König D5, König E4 kann er machen. Aber ist die Frage, ob ihm das irgendwas bringt, letztendlich. Okay. Turm D1, H4 ist, denke ich, kein Problem. Dann spiele ich einfach Turm G1.
Tom D1 H3, das ist eher die Frage, ob er da irgendwie Fortschritte machen kann, wenn ich jetzt abwarte. Er kann den König hier irgendwie rüberbringen, aber bringt ihm das was? Vielleicht ist es Zugzwang, ich bin mir gar nicht sicher. Es könnte auch sein, dass es so eine Art Zugzwang ist. Vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon? Okay, machen wir mal Turm D1. Er macht H4, doch direkt. Wie, warum? Turm G1? Verstehe ich nicht. Was kommt denn jetzt auf Turm G1? Ach so, er gibt das Schachgebot. Ach so, er gibt das Schachgebot und dann schlägt er. Okay. Aber ja, Turm G1, Turm G5. Ja, ich sehe es, ich sehe es. Okay. So, und das soll jetzt wirklich funktionieren für ihn, oder wie? D3? Was ist mit D3? D3. Was macht er dann? Turm D5? Mache ich Turm. Ne, das hat ja nichts gebracht. D3 macht er Turm D5 oder was? D3, Turm D5, D2, König D3. Gibt es doch hier nicht. Es muss doch hier Remis sein noch. Das ist doch so nah dran irgendwie. Aber wie? Aber wie genau? So. Steve sagt, das ist super schwer. Okay. Wenn Steve sagt, das ist super schwer, dann macht mir das nicht gerade Mut. König F6 vielleicht? Vielleicht König F6. Weil, wenn er den Turm zieht, habe ich immer das Problem, dass er entweder den H-Bauern decken kann mit H5 Schach oder den G-Bauern mit Turm G5 Schach. Ah, König F6 sieht auch so komisch aus. Auf der anderen Seite, aber König F7 sieht auch komisch aus. König F6, Turm F5 Schach. Boah. Ja, Entscheidung, Entscheidung, Freunde. Das ist ja, ich will die Partie nicht verlieren. Ich habe noch kein Mal in dieser Serie gegen Play Magnus verloren. Von daher will ich das jetzt nicht aufgeben. Und Jerome BSC folgt jetzt auf Twitch. Herzlich willkommen. Jerome BSC. D3, Turm D5. D2, König C3. Das scheint keine gute Wahl zu sein. König F6, Turm F5 Schach, König E6, Turm F4. König F6 oder König F7? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Spiel Dame H5, Dame H0. Ja, das ist immer der beste Zug. Ja, Turm G1, das Problem ist, dann kommt Turm G5 Schach vorne. Das ist da das Problem. König F7, aber König F7 sieht so kontraintuitiv aus.
Auf der anderen Seite, ich erlaube halt keine Schachgebote mit dem Bauern, mit dem König auf F7. Auf König F6 hat er immer noch G5 als Möglichkeit, um so den Bauern zu decken. König F7 macht er aber vielleicht einfach Turm D5. Ja, das bringt's doch gar nicht. Was rede ich denn? König F6 oder König F7 kommt Turm D5. Turm H1 kommt H5. Ja, ich glaube König F6, doch. König F6, Turm D5, Turm H1, H5. Und dann kann ich Turm G1 machen. Und dann, auch wenn ich den Bauern auf D4 verliere, dann sollte das Remis sein. Moment. Boah, es ist schwer. König F6, Turm D5, Turm H1, H5, Turm G1, ja. Er hat noch Turm D6 Schach auch. Das ist echt schwierig. Okay, was haben wir noch für Züge? D3. Einfach mal Remis anbieten. Soll ich mal Remis anbieten? Mal sehen, was passiert. Wo biete ich denn hier Remis an? Kann ich überhaupt Remis anbieten? Ich schlage vor, das Spiel als unentschieden zu werden. Nee, hat nicht funktioniert. Sorry. Er stimmt einem Remis noch nicht zu. Noch nicht. Spielen wir weiter, sagt er. Spielen wir weiter. Okay. D3 nochmal als Überlegung, Turm D5. D3, Turm D5. D2. Was sonst? König D3 oder König C3? Dieses lästige Schachgebot von der Seite, echt. Ah, es muss doch irgendwie noch gehen. Ich sehe es nicht so richtig. D3, Turm D5, D2, König C3, Turm C1 Schach, König schlägt D2, Turm C4. Okay, wir müssen jetzt noch einen Zug machen hier. Machen wir mal D3. So, er macht Turm D5. D2 war jetzt meine Überlegung. Neue Partie starten. Ja. 1900 Zuschauer. Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, dass ihr alle dabei seid. Knacken wir auch die 2000 oder was? Ich glaube, mit Twitch zusammen haben wir die 2000. Oder wie viele Leute sind auf Twitch? Grüße gehen raus an alle auf Twitch und Facebook auf jeden Fall. Ich sehe euch ja auch im Chat. So, jetzt habe ich gedacht D2, D2, König D3. Ja, Telefonjoker sollte ich jetzt anrufen, ne? Okay. Okay, D2.
König C3, so, jetzt kann ich Turm C1 machen, König schlägt D2, Turm C4. Turm G5, das wäre mir, da bin ich mir relativ sicher. Aber er hat den Zug H5 Schach. Da weiß ich nicht genau, wie ich reagieren soll. Auf H5 Schach. H5 Schach, das ist das Problem an der Variante. Das ist leider das Problem. H5 Schach. Wenn ich Turm G1 mache, macht er wieder Turm G5 Schach. Wenn ich Turm H1 mache, macht er H5 Schach. Ich kann natürlich seinen König abschneiden. Was ist, wenn ich seinen König abschneide? Aber reicht das? Ah, schwierig. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Turm G1 muss er Turm G5 Schach machen. König H6 oder König F6? König schlägt D2. Und jetzt Turm G3 vielleicht. Aber er kommt mit dem König ran. Wie halte ich das denn Remis? Wie halte ich das denn Remis? Er kommt mit dem König ran und dann kann er seinen Turm befreien. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Ich sehe nicht, wie ich das Remis halten kann. Okay, das scheint mir noch der beste Versuch hier zu sein. Turm G1, okay, er gibt das Schachgebot. So, jetzt König F6 oder König H6. König F6, er schlägt den Bauern auf D2. Ich spiele Turm H1. Er macht Turm F5 Schach. Und dann H5. Sieht nicht so gut aus. So. Ja, ich weiß, PogChamp geht gleich los, ne? PogChamp geht gleich los. Also beeilen wir uns mal hier mit der Partie. Auf der anderen Seite will ich es auch nicht verlieren. Das ist das andere Ding. Ja, das sieht verloren aus. So. Okay, machen wir König H6. Was soll's? König schlägt D2. Turm Schachgebote bringen nichts. Turm H1 bringt nichts. Turm H1, Turm H5 Schach, König G6, König E3. Turm. Martin sagt jetzt Turm A1. Ich habe es gelesen, Martin. Turm A1 jetzt? Warum jetzt Turm A1? Aha, weil jetzt. Ne, es ergibt eigentlich. Ach doch. Weil jetzt. Aha, weil er jetzt nicht den Turm auf die vierte Reihe bekommt. Aha. Aha. Ja, das, die Idee hatte ich gesehen. Wow, ja, das ist schön. Die Idee hatte ich gesehen, dass man jetzt hier. Ja, jetzt kann ich einfach Schachgebote geben in die Unendlichkeit, ne? Die Idee hatte ich gesehen, das kann man sich auch merken, dass der Turm hier gebunden ist an die Bauern. So, weil der Turm, der kommt einfach nicht weg. Und deshalb ist die Störung jetzt Remis. Der Turm kommt nicht weg von den Bauern. Wenn er Turm G8 macht, mache ich König H7. So.
Ja gut, das war Hilfe von Martin auf jeden Fall. Einmal aus dem Chat. Martin war der Telefonjoker jetzt. Und jetzt ist es Remis. Ja, er macht jetzt hier noch ein paar Züge, aber das ändert nichts. Ich muss nur immer an den Bauern dranbleiben. Turm A6 sollte ich jetzt nicht machen. Aber ja, sagen wir Turm C4, Turm A4. Ja. Ich frage mich, wann er das Remis anbietet. Weil der König kann sich nicht verstecken, das ist das Problem von Weiß hier. So. Soll ich nochmal Remis anbieten? Nee, immer noch nicht. Ja, der spielt dann noch gerne mal, bis die 50 Züge erreicht sind, macht er da die Züge. Das ist leider das Ding. So. Komm, Magnus, mach das Remis jetzt endlich. Was soll das denn hier noch? Er will mich müde spielen. Er will mich müde spielen. So, hier passiert doch nichts, mein Freund. Ja, jetzt gib den Bauern auf, so gehört sich das. Genau, gib her den Bauern, gib den auch noch. Genau. Können wir jetzt bitte Remis machen? Er stimmt immer noch nicht zu. Soll das ein Scherz sein? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Komm, jetzt mach das Remis, Alter. Gottes Willen. Okay, so, Remis. Ja, wow, das war eine Herausforderung gegen Magnus im Alter von 12 Jahren. Wir haben 2000 Zuschauer geknackt. Herzlich willkommen alle zusammen. Spannende Partie hier gegen Magnus im Alter von 12. Und ich würde sagen, wir wechseln jetzt rüber zu den PogChamps, die jetzt gleich jeden Moment losgehen. Nämlich Papa Platte spielt. Und Papa Platte spielt gegen wen spielt er denn heute? Gegen Ludwig? Kann das sein? Also wir schauen jetzt bei den PogChamps zu und ich kommentiere das Ganze live. So, ich muss mal kurz hier schauen, dass wir in die Partie reinkommen. Ist, glaube ich, noch nicht losgegangen, oder? Um 10 soll es losgehen, kann das sein? Also ich sehe zumindest noch keine Partie. Genau, Papa Blatter, der Gaming-Streamer, der spielt jetzt auf chess.com, macht er jetzt eine Partie. Und zwar, gegen wen spielt er? Das wäre noch die Frage. So. Muss man mal sehen, ob das jetzt hier online kommt. Geknackt eben. Ja, sehr cool. Okay, wir schauen jetzt rein bei Papa Platte. Muss nochmal schauen, gegen wen er spielt. Ich glaube gegen Ludwig. Ludwig. Spielt er hier? So. Also, heute haben wir ja den 9. Juni. Ja, spielt gegen Ludwig um genau jetzt. Sollte es eigentlich losgehen? Ich bin hier auf der Seite von. Also, ich kann das ja mal ausschneiden hier für euch schon mal. Ich bin auf der Seite von chess.com. Da findet das Ganze statt. Und die Partie dürfte eigentlich auch gleich losgehen. Die erste Runde am Sonntag, die hat Papa Platte gewonnen. Und zwar gegen Swiftor. Auch sehr überzeugend hat er es gewinnen können. Und jetzt ist die zweite Partie. Und es geht natürlich dabei auch um viel Geld und um Ruhm, selbstverständlich. Wer ist der beste Streamer unter den Schachspielern? Mehr oder weniger. So. Ne, wer ist der beste Schachspieler unter den Streamern. So rum wird ein Schuh draus, ne? Okay, machen wir das mal alles weg hier, den Spaß. So, also wir sind auf chess.com.
Das ist jetzt eine alte Partie. Und die Frage ist, wo finde ich denn jetzt die neue Partie, die jetzt am Laufen ist? Die Runde läuft doch schon, sagen die Leute hier. Okay. Ja, ich bin auf seiner Seite, ihr seht es hier ja auch gerade, Papa Platte. Ich muss ihm folgen. Ja, wie geht das hier auf chess.com? Das ist die Frage. Eigentlich dachte ich, ach, completed games. No games in progress, sagt es hier. Die Partie läuft schon. Auf Twitch läuft es schon. Dann müssen wir es irgendwie anders machen. Das ist ja seltsam. Warum erscheint die Partie hier nicht? Okay, dann muss ich mal schauen, dass wir das irgendwie hinbekommen. So, hinbekommen. Okay. Papa Platte Chess. Vielleicht schauen wir einfach bei ihm im Twitch rein und kann da dann zuschauen, wie er die Züge macht und das einfach kommentieren. Das würde ja auch gehen. Ja, er hat die Züge. Ja, okay, wir haben es ja hier. Alles klar. Dann machen wir es halt ein bisschen anders. Ist auch okay. Moment, das muss ich jetzt mal schauen, wie ich das schlau mache. So, dann nehmen wir das Brett, wir nehmen das einfach aus seinem Stream. Es geht nämlich auch, ist kein Problem. Ah, ich bin irgendwie ein bisschen irritiert, dass die Partie hier nicht sehe auf chess.com, woran das liegt. No games in progress. Sehr seltsame Geschichte. Okay. Egal. Wir gehen mal rein hier in die Partie. Bin noch dabei herauszufinden, wie ich das am schlausten mache. Ich sehe mein guter Freund, der Big Greek, der ist auch am Stream. Der kommentiert das Ganze hier auch auf Twitch. Ja. Okay, so. Wow, da geht schon einiges ab, auf jeden Fall habe ich das Gefühl. Okay, wir nehmen jetzt einfach dieses Brett hier irgendwie raus. So, einen Moment, Freunde, wir haben das gleich. Wir nehmen jetzt einfach dieses Brett hier raus und dann läuft das. Okay. Also, Papa Platte spielt mit Weiß und wir sehen jetzt hier seinen Bildschirm, was er überlegt. Und es ist das lettische Gambit auf dem Brett. Wow. Und er überlegt jetzt Dami 5 Schach. Er malt sich hier die Pfeile selber auf. Dami 5 Schach ist ein guter Zug, denn er kann die Dame, er kann den Turm angreifen und Schach geben zum König. Und dann kann er den Turm auf H8 gewinnen. Also wenn er den hier macht, dann würde es sehr gut aussehen für Papa Platte. Er spielt ihn. Er spielt den Zug. Dame 5 Schach, da ist das Ding. Und jetzt kann er auf H8 zugreifen, wenn er möchte. Auf H8 kann er den Turm schlagen. Schlägt er jetzt den Turm? Das ist die Frage. Oder macht er was anderes? Er sollte den Turm schlagen, dann greift er auch den Springer an auf G8. Er hat es gesehen. Ihr seht den Pfeil, den er eingezeichnet hat. Schlägt er jetzt den Turm auf H8, dann greift er auch den Springer an. Ja, er überlegt nochmal, überlegt nochmal. Macht das oder macht das nicht? Er schlägt den Turm. Guter Zug von Papa Platte. Er hat jetzt einen Turm mehr. Er greift den Springer an auf G8. Das sieht sehr, sehr gut aus für hier Papa Platte, einen der größten Streamer auf Twitch. Und ich ändere nochmal kurz den Titel. Auf Twitch. So.
Okay. Er hat den Turm geschlagen. Jetzt ist Ludwig dran und überlegt, wie kann er darauf reagieren? Beide Spieler haben noch reichlich Zeit auf der Uhr. Sie starten mit 10 Minuten und 5 Sekunden Aufschlag. Und der Gegner ist hier Ludwig, ein anderer großer Streamer. So, ich glaube, damit ist bisher Papa Platte sehr zufrieden. Und was kommt jetzt? Wie reagiert Ludwig auf die Drohung, Dame schlägt G8 Schach, hier diesen Springer zu schlagen? Er kann natürlich den König ziehen nach F7 oder nach F8, aber dann könnte Weiß den Bauern schlagen auf E4 und ja, er spielt König F8. Was sonst? Er spielt König F8. Und wie reagiert Papa Platte? Schlägt er auf H7? Er könnte auch den Bauern auf E4 jetzt schlagen. Nee, auf D4 darf er nicht schlagen. Da auf D4 darf er nicht schlagen, weil Dame den Bauern deckt. Nein, nicht den Bauern schlagen. Nicht den Bauern schlagen auf D4. Das wäre ein ganz schlimmer Fehler. Er bringt den Läufer. Was für ein guter Zug. Läufer C4. Das wäre genial. Läufer C4 und den Springer angreifen auf G8 und es droht matt. Es droht, wenn er Läufer C4 hier macht, ist dann Game Over? Läufer C4 ist doch Game Over. Läufer C4. Wenn der Läufer C4 macht, der Springer kann nicht gut verteidigt werden. Es droht Matt auf G8. Er macht Läufer C4, den hatte ich gar nicht gesehen. Papa Platte, was ist denn hier los? Der hat doch heimlich trainiert. Das gibt es doch nicht. Läufer C4. Es droht Matt auf G8. Was macht Swift da dagegen? Wow. Läufer C4. Es droht Dame schlägt G8 Matt. Er macht Läufer F6, schnell gespielt, aber nicht gut. Er kann jetzt den Springer schlagen. Er schlägt den Springer. Das ist doch komplett vorbei hier für Ludwig. Dame schlägt G8 Schach, dann hat Weiß Turm und Springer mehr. Das ist doch vorbei. Papa Platte, so stark. Das hätte ich jetzt echt nicht erwartet, dass er hier auch den zweiten Gegner so an die Wand spielt. Er nimmt sich die Zeit, das ist auch gut so. Überprüft jetzt nochmal, kann ich wirklich den Springer hier schlagen mit der Dame? Aber ja. Er kann den Springer hier schlagen, der Läufer deckt die Dame. Und wenn er den hier schlägt, der König muss nach E7, ist direkt schon im Angriff. Dame F7, das ist doch hier schon fast matt in wenigen Zügen, oder Freunde? Können wir schon ein Matt entdecken am Horizont? Also das Matt ist, glaube ich, schon sehr, sehr in der Nähe. Wow, Papa Platte in Hochform. Dame schlägt G8 gespielt, König E7, einziger Zug. Was jetzt? Wie geht es weiter? Er könnte die Damen tauschen, aber das wäre langweilig. Springer D5 Schach ist eine Möglichkeit. Dame F7 Schach ist eine Möglichkeit. Dame F7 Schach sieht gut aus, gefolgt von Springer schlägt E4 oder Springer B5. Auch das direkte Springer D5 sieht natürlich sehr, sehr attraktiv aus. Also Papa Platte hat eine komplette Gewinnstellung, aber wir dürfen nicht vergessen, die Partie ist noch nicht vorbei. Und von daher wäre es zu früh, jetzt schon zu feiern. Josu sagt, Matt in 4 Zügen? Echt? Wo ist das Matt? Ich will das Matt entdecken. Wo ist das Matt hier? Ich habe es auch noch nicht gesehen. Dame F7 Schach, König D6, Springer schlägt E4 Schach, König C6. Ne, es ist alles noch kein Matt. Was überlegt denn jetzt? Dame, wie viele Pfeile macht er denn? Er verwirrt sich doch nur selber. Nein, nicht Dame G7. Gottes Willen, nicht Dame G7. Da kann der Läufer schlagen. Das hat er jetzt fast gespielt. Oh mein Gott. Dame schlägt H7 wäre auch ein guter Zug. Dame schlägt H7 kann man auch machen. Dame E6 auch nicht. Dame E6 auch nicht. Wenn er jetzt die Dame einstellt, dann kann es in einem Zug vorbei sein. In einem Zug kann das vorbei sein. Hier. Läufer schlägt E6. Er macht so viele Pfeile, der verwirrt sich doch nur selber hier. Springer D5, guter Zug. Springer D5, guter Zug. Springer D5. So. Wohin zieht der König? D6, D7, D6 zieht er. Okay. Und jetzt? Was jetzt? Er kann die Damen tauschen. Ja, er kann die Damen tauschen. Aber er kann auch auf E4 schlagen. Wenn er jetzt auf E4 schlägt, das ist doch auch sehr stark. Springer schlägt E4 Schach, gefolgt von Springer schlägt F6. Er hat den Springer in der Hand. Er überlegt Springer B5 Schach. Er überlegt. Er nimmt sich hier die Zeit. Er hat noch 5 Minuten auf der Uhr. Also genügend Zeit auf der Uhr. Aber was wird er tun? Was wird er tun? Das ist hier die große Frage. Wie wird er sich entscheiden? Meine Güte, Papa Blatter hat eine Gewinnstellung, aber kann er es auch verwandeln?
Das ist eine andere Frage. Und wir werden es hier bald herausfinden. Papa Platte nach wie vor im Überlegen. Springer schlägt E4 oder Springer B5, Springer schlägt F6, auch ein guter Zug. Also Weiß hat Turm und Figur mehr. Von daher ist das komplett gewonnen für Weiß. Aber nicht Dame schlägt G6, um Gottes Willen, nicht Dame schlägt G6. Nein, lass nicht los, lass nicht los, lass ihn nicht los. Nein, 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 nein! Oh Gott, nein, nicht Dame schlägt G6. Der kann doch geschlagen werden, mein Freund. Der kann doch geschlagen werden, die Dame, die hängt. Der Bauer kann die Dame schlagen. Oh Gott, er hat so gut gespielt und jetzt stellt er seine Dame einzügig ein. Sieht es Swifto, sieht es Ludwig, sieht es Ludwig. Schlägt er die Dame oder nicht? Schlägt er die Dame? Oh Gott. Wobei, um ehrlich zu sein, selbst nachdem er Dame einstellt hat, Weiß, glaube ich, immer noch eine gute Stellung, weil Weiß kann Springer schlägt E4 Schach spielen und Springer schlägt F6, hat zwei Leitfiguren und einen Turm für die Dame, aber das war jetzt komplett unnötig. Also. Ludwig überlegt, schlag doch die Dame, sie hängt auf G6, hier, H schlägt G6. Meine Güte, Ludwig macht es spannend, überlegt jetzt, hat Papa Platte seinen Fehler gesehen, hat er seinen Fehler gesehen oder nicht? Ludwig überlegt, überlegt, oh Gott, Dame schlägt G6, was für ein Zug, er hätte einfach die Damen tauschen sollen, dann kann er sie nicht mehr einstellen. Und jetzt, nach wie vor, Ludwig zieht nicht Läufer E6. What? Was ist denn hier los? Er hat die Dame nicht wieder geschlagen. Oh mein Gott. Jetzt hat er es, glaube ich, erkannt. Er hat es erkannt, dass er die Dame eingestellt hat. Ne, Moment. Er ärgert sich scheinbar. Er ärgerte sich, dass er die Dame getauscht hat. Ich bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall hat er jetzt die Dame nicht eingestellt. Wow. Meine Güte. Das gibt es nicht. So. Papa Blatte hat nach wie vor einen ganzen Turm und eine Leichtfigur mehr. Er steht komplett auf Gewinn. Jetzt ist auch nicht mehr so viel Material auf dem Brett, was er einstellen kann. Der Gegner hat nur noch Turm, Springer und Läufer. Das müsst ihr auch hier doch Papa Blatter nach Hause fahren, oder nicht? Es ist nach wie vor offen, aber Schwarz hat nur noch drei Figuren. Da kann eigentlich nicht viel schief gehen. D3, schöner Zug, entwickelt den Läufer, öffnet den Läufer. Und der König, der steht doch hier auch fast auf Matt auf E5. Wenn er jetzt noch alle seine Figuren ins Spiel bringt, dann ist das Ding geritzt. Kurzrochade, Turm auf die offene Linie, Turm E1, Läufer ins Spiel bringen, der König im Zentrum, der steht komplett auf Matt. Läufer D5, den kann er jetzt auch noch abtauschen, wenn er will. Springer schlägt D5, er kann auch den Läufer rausbringen. Läufer F4 geht auch. Wäre ein bisschen fancy, ja, kann geschlagen werden, aber dann kann er den Läufer auf D5 schlagen. F4 Schach geht auch. Kurzrochade geht, alles gewinnt. Weiß hat Turm und Figur mehr. Am besten in so einer Situation einfach alles abtauschen. Genau, Springer schlägt D5. Sehr gute Strategie, denn wenn man alle Figuren vom Gegner abtauscht, dann hat man nichts mehr zu befürchten. Was will der Gegner da noch machen? Dann setzt sich das Mehrmaterial irgendwann durch. Springer F6 Schach, okay. Er geht wahrscheinlich jetzt auf den Bauern auf H7. Er könnte auch hier einfach kurz rochieren. Das wäre noch sicherer. Ja, den Bauern auf H7, der ist doch egal. Bring deine Figuren ins Spiel. Kurze Rochade. Läufer raus. Ja, Läufer 4. Jetzt bringt er den Läufer raus. Oder C3. Was macht er denn jetzt? B5. Was sind denn das für Züge? Bring doch deine Figuren raus. C3. Nein, das hat doch jetzt keine Priorität. C3. Ich verstehe es nicht. Was ist da die Absicht? C3. Bring doch mal deinen König in Sicherheit. König, lange, kurze Rochade. Gut, nicht, dass der König hier besonders gefährdet ist bei so wenigen Figuren auf dem Brett, aber trotzdem, die Figuren wollen alle ins Spiel. Die Figuren wollen teilnehmen an der Partie. Turm E8 Schach. Jetzt muss man nämlich den König ziehen. Was macht er? König F1, König D1, alles in Ordnung. Also hier müsste nach wie vor sehr viel schief gehen, damit Papa Blatter diese Partie verliert. Aber wir werden es sehen. Wir werden es sehen. König D1 ist auch in Ordnung. König D1 vollkommen in Ordnung, der Turm kann ins Spiel bringen und jeder Figurentausch hilft hier Weiß weiter. Mit jedem Figurentausch kommt er seinem Ziel näher, nämlich dass er die Partie gewinnt. So. Papa Blatte, kann er hier den zweiten Sieg in Folge einfahren und sich damit eventuell schon für die Gruppenphase oder das, pardon, das Viertelfinale qualifizieren? Das ist die Frage. Ja, wahrscheinlich schon. Die zwei Besten, nämlich in ihrem jeweiligen Gruppe, die gehen weiter in das Championship Bracket. Also,
Papa Blatt hat die beste Chancen, einen Sieg einzufahren. Die Zeit ist auch nach wie vor gut. 3,5 Minuten auf der Uhr gegen 4 Minuten und 16. Er berechnet hier weiterhin die Züge. Er malt es auf dem Brett. Und Silas spendet 2 € über Superchat. Vielen Dank, lieber Silas. Vielen lieben Dank. Für die Nerven. Ja, die Nerven müssen hier echt werden stranguliert, sage ich mal. Aber das macht es ja auch spannend. Man weiß einfach nicht, was passiert. Es ist komplett unberechenbar. So. Papa Platte sieht angespannt aus. D schlägt C3 gespielt, den schlägt er einfach wieder. Das ist eine gute Idee. Einfach den Bauern wieder schlagen. B schlägt C3, einfach wieder schlagen. Genau. Und ein weiterer Bau ist vom Brett verschwunden. Schwarz hat nicht mehr viele Figuren und damit auch nicht viele Möglichkeiten, hier Unheil zu stiften. Nichtsdestotrotz, noch sind Turm und Springer auf dem Brett und gerade der Springer, der ist eine sehr giftige Figur, eine sehr trickreiche Figur, weil er immer wieder Gabeln machen kann und weil er so Probleme bereiten kann. Also, solange der Springer und der Turm auf dem Brett sind, ist die Partie noch nicht gelaufen. Aber natürlich hat Papa Platte sehr gute Chancen. Er bringt den Springer zurück, Springer F6, guter Zug, greift den Turm an, bringt den Springer auf das Feld E4. Aber irgendwann muss er doch mal sein Mehrmaterial ausspielen. Den Turm auf A1, auf H1, okay, er möchte mit dem Bauern durchlaufen. Das geht natürlich auch, sich hier eine neue Dame holen. Springer E4 Schach, wiederum sehr guter Zug. Wenn er ihn macht, ja. Ja, er sieht, es ist ein Schachgebot. Guter Zug, der Springer steht dort. Wunderbar. D4 könnt ihr auch machen, aber warum nicht den angegriffenen Springer ziehen? Springer D7, Springer D7, Springer D7 gewinnt den Turm. Springer D7, den hat er aber nicht überlegt. Läufer E3 kann er auch machen. Solange er hier nicht alle seine Figuren einstellt, dann ist alles in Ordnung für Papa Platte. Läufer E3 ist auch in Ordnung. Der König hat kaum Felder. Ja, nach D6 kann er noch. Und jetzt Springer E4 Schach zurück. Das wäre am einfachsten. So, was macht Papa Platte? Springer E4 Schach. Das ist doch hier der beste Zug. Genau, da steht der Springer geschützt, der König ist im Schachgebot, aber er überlegt. Er darf sich nicht zu viel Zeit lassen, unter 3 Minuten jetzt. Denn bei geringer Zeit, da könnte es wirklich knapp werden, da könnte vielleicht noch etwas schief gehen. Solange er hier schnell genug die Züge macht, ist alles in Ordnung. Jetzt den Turm raus, okay, Turm B1, vernünftiger Zug, geht auf den Bauern auf B5. Der Bauer auf B5 ist angegriffen, A6, guter Zug von Ludwig, aber nicht, dass es hier irgendwas nützen würde, denn seine Stellung ist verloren, so oder so. Er hat Springer, Turm und 3 Bauern weniger, das ist ein bisschen viel Material. Springer C5 Schach, geht auf den A6, der nimmt den auch noch mit. Sehr guter Zug, geht auf den A6, schöner Zug. Er sammelt einfach das ganze Material ein. Er hat hier seine Strategie gefunden, nämlich komplett das Material vom Gegner eliminieren, damit hier nichts mehr anbrennen kann. Wer jetzt gerade einschaltet und fragt, was schauen wir hier gerade? Was ist das für eine Partie? Es ist die Partie zwischen einem der größten deutschen Streamer auf Twitch, nämlich Papa Platte, im Turnier auf chess.com, die sogenannten PogChamps auf chess.com. Da spielen sehr viele große Streamer teil, international. Und heute spielt Papa Platte mit Weiß gegen Ludwig und hat eine hervorragende Stellung. Die Asspartie hat er am Sonntag gewonnen. Springer schlägt A6. So, Läufer C5. Die Drohung hat er auch gesehen. Läufer C5 Spieß gegen König und Turm. Sehr gut. Schwarz hat kaum noch Figuren. Was macht Ludwig als Antwort? Wie kann er die Partie am Laufen halten? Er spielt. Wo spielt er den König hin? Papa Platte wirkt nervös, aber er wirkt auch gefasst. Vielleicht können wir auch noch die Webcam hier mit reinbringen. Das wäre doch auch schön, das noch mit zu sehen. Also, das bringe ich auch, euch auch noch hier mit rein, dass wir das auch noch hier als Eindruck haben. Ja, vielleicht machen wir es mal hier irgendwo drüber. Okay, ich habe eigentlich nicht so wirklich Platz für die Webcam noch. Irgendwas müssen wir jetzt hier verdecken. Ich weiß gerade gar nicht, was. So, machen wir es einfach mal hier oben hin. Für den Moment. Okay, was kam jetzt? Er hat noch einen Bauern eingesammelt. Er schlägt die Bauern alle weg. Da kennt er nichts. Turm schlägt B5. Der Turm jetzt auch aktiviert. Und hier sehen wir Papa Platte oben im Bild. Okay. Den Turm auf H1, ja, den hat er jetzt auch rot markiert, das ist richtig so. Der Turm soll nämlich auch noch aktiviert werden. Turm schlägt G2, okay, Schwarz hat auch mal einen Bauern gewonnen, aber das macht hier keinen Unterschied. Weiß hat nach wie vor, wie viele Bauern mehr? 4 Bauern mehr. Den Bauern auf C7 kann er schlagen,
aber muss nicht unbedingt, denn das verliert den Springer. Also eigentlich kann er mal mit dem Bauern hier durchlaufen. C4, ja, gut, kann man machen. D4 kann man machen. Klar, man kann hier eigentlich alles machen mit Weiß. Denn die Stellung ist komplett gewonnen. Springer A7. Oh, jetzt aufgepasst. Der Turm ist angegriffen. Das hat Papa Blatter auch direkt gesehen. Er zieht den Turm. Turm G5 wäre ein sehr guter Zug, um auch den Turm auf G2 noch abzutauschen. Ja, sehr guter Zug. Einfach weiter Material abtauschen. Sehr gute Strategie. Wenn man mehr Material hat, einfach alles abtauschen. Aber jetzt überlegt es sich Papa Blatter nochmal anders. Läufer F4 Schach erstmal. Ich glaube ungefähr. Der Devise gefolgt, Schach gesehen, Schach gegeben, ist nicht immer die beste Strategie. Hier macht es allerdings gar nichts kaputt. Nach wie vor steht Weiß auf Gewinn, aber das Schach war ja nicht unbedingt nötig an dieser Stelle. So, König C6, der Turm hängt. Der Turm sollte. Springer schlägt C7, er stellt den Turm ein. Der Turm hängt. Der Springer kann den Turm schlagen. Uiuiui. Oh, er ärgert sich, er ärgert sich. Oh, wir haben ihn jetzt fluchen sehen, also ich bin kein großer Lippenleser, aber er hat geflucht. Okay, tauscht doch den Springer ab. Was denn jetzt? H3? Was ist denn das für ein Zug? Der Springer auf C7, der hängt auch noch. Der Bauer auf C3 hängt. Was ist denn H3 für ein Zug? Oh, ja, abgetauscht. Nach wie vor steht er auf Gewinn, aber ist nicht mehr, also ist komplett gewonnen, aber ja, jetzt läuft er vor. Warum denn erst einen? Warum nicht zwei direkt? Er läuft weiter, aber der Turm, der sammelt doch jetzt den Bauern auf A2 ein. Oh, wenn er jetzt auf A2. Oh. Wenn er auf A2 geschlagen hätte und dann Turm A1 und den Spieß gemacht hätte, dann hätte er es hier sich wirklich noch drehen können. Jetzt sieht es gut aus, aber warum jetzt D5? Er muss den König ins Spiel bringen. Wie ist die Zeit? 2 Minuten gegen anderthalb. Papa Blatter ist nervös. Papa Blatter ist sehr nervös hier. D5 hat keinen Sinn. Papa Blatter darf jetzt nicht alle Bauern einstellen. H6 einfach weiter vor. D6, das bringt nichts. Der König hält den Bauern auf. König C6, das bringt doch hier nichts. H6. Uiuiui, ich glaube, es läuft noch auf Remis hier hinaus. H6, H7, dann wird der Turm gebunden und dann kann man mit dem anderen Bauern vorgehen. Wird das hier Papa Blatter schaffen oder nicht? Er muss den König ins Spiel bringen. H8 ist die Idee. Das muss jetzt Ludwig verhindern. Turm A8, dass das nochmal so spannend hier werden würde. Wer hätte das gedacht? Bring den König ins Spiel. König E2, guter Zug. Schwarz kann nämlich nichts machen. Nicht C4. König D3, gib keine Bauern ab. Keine Bauern abgeben. Schwarz kann nichts machen. Er muss den Turm auf H8 so belassen. Jetzt ganz entspannt die Bauern nach vorne schieben. Dann kann das Papa Blatter hier gewinnen. Er darf nur die Bauern nicht abgeben. A3, guter Zug, alles safe. Keine Bauern abgeben, Schach geben, Bauern nach vorne, König nach vorne. Dann kann hier eigentlich nicht viel passieren. Aber in dieser Partie ist schon zu viel passiert, als dass ich mich hier irgendwie festlegen würde. Noch vor wenigen Momenten hatte Weiß Turm, Springer und 3 Bauern mehr. Und jetzt hat er nur noch 3 Bauern mehr. Von daher, noch ist das nicht vorbei. Solange hier Schwarz noch den Turm auf dem Brett hat, ist das nicht vorbei. Papa Platte. Wird er das jetzt nach Hause fahren oder nicht? 2,5 Minuten gegen 1 Minute 10. Das ist natürlich ein klarer Zeitvorteil für Papa Platte. König B6, A4, nein, bring doch den König erstmal weiter ran. Bring doch den König weiter ran. König A5 könnte jetzt kommen und der Bauer könnte eventuell eingesackt werden. Ja, der Bauer wird jetzt eingesackt. Er darf jetzt nicht alle Bauern abgeben. Also eigentlich kann er die Bauern auf A4 und C4 auch abgeben und einfach mit dem König rüberlaufen. Nach G7, Turm H4, das bringt nichts. Schwarz schlägt den Bauern. C5, König B5 Schach. Der König kommt zurück. Nicht C6, nicht C6, nein, nicht C6. Turm H5, ja, guter Zug. Aber ein Bauer schon wieder weniger. Ein Bauer schon wieder weniger. Oh Mann, schafft er es hier? König C4, nicht, nein, nein, kein Schachgebot. König D4, guter Zug, guter Zug. Oh, es ist jetzt hier echt knapp. Bringt er es nach Hause oder nicht? Was meint ihr, lieber Chat? Was meint ihr, ob er das hier nach Hause bringen kann oder nicht? Sie kriegen jeden Zug 5 Sekunden obendrauf. Das darf man nicht vergessen. Turm D8 Schach, König C4 wäre am sichersten. König E5 gewinnt auch. König C4 Bauer ist gedeckt. Jetzt gleich Turm H6 Schach. Turm H6 Schach. Turm H6. Ja, Turm H6, da ist das Ding. König zurück und dann König nach vorne. König weiter nach vorne und Bauer nach vorne. Ja, König D5, hervorragender Zug. So, der König kann jetzt auch einfach mal nach G7 laufen. Da wäre nichts verkehrt und den Bauern zur Umwandlung bringen. Kann Papa Blatter eigentlich mit Turm und König gegen König Matt setzen? Das ist, glaube ich, auch noch eine andere wichtige Frage, was wir vielleicht herausfinden werden. Turm H8 wieder zurück. C6, nein. König D5, nein, das bringt nichts. König F7, König F6, er hat es realisiert. Nach G7 laufen. König G7, König G7, König G7 mit Schachgebot und dann den Turm einsammeln. Das entscheidet doch hier das Ding. Das entscheidet doch das Ding. Das ist ein Schachgebot. Er kann den Turm einsammeln. Hat er es realisiert, dass es Schach ist? Der König muss jetzt ziehen. Der schwarze König ist im Schach.
Der ist in Schach. Der muss ziehen. Und dann hängt der Turm auf H8. Dann kann er ihn einsammeln, kann sich eine neue Dame holen. Ja, er sammelt den Turm ein. Er holt sich eine neue Dame. Das ist doch das Ding. Das muss doch jetzt gewesen sein. Die einzige, die letzte Gefahr ist jetzt, dass er Patt setzt. Das ist die letzte Gefahr. Die letzte Gefahr. Aber wenn er jetzt immer Schachgebote gibt, dann kann er nicht Patt setzen. Er muss jetzt einfach nur das nach Hause fahren. Keine, einfach immer wieder Schachgebote geben. Ja, Turm A5, wunderbarer Zug, weiteres Schachgebot. Einfach immer weiter Schach geben, dann kann das gar nicht Patt werden. Dann kann da eigentlich nicht schief gehen. Dame F5, sehr guter Zug. Der Turm deckt die Dame. Turm A3, wunderbar, weiteres Schachgebot. Das Turm A, okay, Turm A4 geht auch. Er geht auf das Treppenmatt. Das funktioniert. Der König hat hier sowieso keine Felder. Also er hat genügend Felder, meine ich. Und somit ist die Pattgefahr noch kein Problem. Dame F3, nein. Er will das Treppenmatt irgendwie aufsetzen, aber wie? Turm H3, Turm A3, wunderbar, nach wie vor kein Patt, nach wie vor kein Patt. Er will das Treppenmatt jetzt aufsetzen. Dame F2, da ist doch das Treppenmatt, da ist doch das Treppenmatt. Dame F2, Matt im nächsten Zug, Turm H1, das wär's doch jetzt. Turm H1, er hat's gesehen, das ist es. Turm H1, er hat es gesehen. Der König muss auf die Grundreihe, dann kommt Turm H1. Das Treppenmatt ist komplett und Papa Platte wird seine zweite Partie in den PogChamps auf chess.com gewinnen. Meine Güte, was für ein Drama. Ludwig überlegt, aber es ist zu spät. Turm A1 und da ist das Matt. Und Papa Platte hat es gewonnen. Meine Güte, er freut sich. Wir sehen es hier oben im Bild. Papa Platte, einer der größten deutschen Streamer. Er freut sich und was für ein harter Kampf es war. Es war eigentlich von vorne bis hinten stand er auf Gewinn und schafft es jetzt auch. Hören wir mal rein in seinen Stream. Ich kann mal irgendwas, Chat, let's go. Oh. Könnt ihr das hören eigentlich? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, warte mal. Ja! Oh, fuck me, dude. Let's go. Also er freut sich auf jeden Bist du Fall. glücklich? Ja, Mann. Baby, ich glaube, man sieht uns auf diesem chess.com Livestream. Ja. Oh. Hi, mein Kursstopp, 10 Subs. Vielen, vielen Dank, mein Bro. Ding ist vorbei, entschuldigen. Okay, Glückwunsch an Papa Platte, der hier die Partie gewonnen hat. Und das wurde kommentiert von Hikaru Nakamura, einem der besten So, Spieler I der don't think Welt. either of us could have expected what just happened. Yeah, I mean, the whole game was very, very weird, sir. Ja. Ja. Das Game war übertrieben weird, dude. Very, very nice win for him for the most part. It was a very, very good game. Yeah, it was a nice finish at the end. He did scare us a little bit because he was up a billion pieces and then all of a sudden he just had an extra three pawns. Right. But you know what? I'm gonna say he knew how to put on a show. He Ich got hatte the das Late Game und das Mid und das Late Game so insane gechoked, dude. Queen check over to e5, the light square to the dark square. Funk chat, let's go. So I thought he was very, very good. Obviously, after that, once he was way ahead, he Wow. played it a little bit Ja, slower. das hat ihm auch ordentlich Nerven gekostet, auf jeden Fall, würde ich sagen. Papa Platte. Well, chat, we will be back soon. We'll be doing the usual interviews, and those are going to be so much fun, so stick around. Ja, die werden richtig fun, Alter. Stick around, Chat. Die werden richtig fun, Digga. Ich kann es gar nicht erwarten. Yo, Crystal Edits, Duck It und Stehlampe haben alle 5 Subs gedroppt. Dickes Papa L, entschuldigung, Jungs. Kevin, du bist der Allergeilste, wir lieben dich. Danke, Bro. Kevin, du weißt gar nicht, wie stolz du uns machst. Danke, Buddy. Bruder, ich bin so aufgeregt wie vor meiner Abschlussprüfung, wenn ich dir zuschaue. Deswegen 3 Euro, Buddy. Und Cookie, danke für die 500 Bits. Oh mein Gott, Chat. So wie es aussieht, haben wir heute dadurch jetzt $800 mehr mitgenommen. Weil ich glaube, wir sind jetzt im Championship Bracket. Aber ich gehe jetzt mal auf Toilette, okay? Okay, ich glaube, das ist ein guter Moment, um hier mal auszuschalten wieder. So, das war doch echt ein ganz schönes Drama hier. Aber ich würde sagen, also auf jeden Fall verdienter Sieg von Papa Platte, der eigentlich die ganze Partie auf Gewinn stand und vor allem am Anfang der Partie richtig gut gespielt hat. Und wir können das ja jetzt nochmal zusammen durchgehen. So, ich rufe das hier mal auf und kann das einmal für euch live
nochmal analysieren, ein paar meine Gedanken dazu äußern. Okay? So, dazu müssen wir hier nochmal rüber wechseln in folgende Geschichte. Okay. So, das kann weg. So. Also, ich kommentiere jetzt. Okay, machen wir nochmal. So, Haare sitzen. Okay. Ich kommentiere jetzt die Partie zwischen Papa Platte und Ludwig, zwei sehr große Streamer, die in den PogChamps auf chess.com gegeneinander gespielt haben in der zweiten Partie. Und es war eine sehr actiongeladene, spannende Partie mit Drama bis zum Ende. Von daher, wir gehen das jetzt einmal zusammen hier durch. Papa Platte eröffnet mit E4, E5, Springer F3 und jetzt das lettische Gambit. Der Zug F5 an dieser Stelle ist nicht die beste Wahl, aber kann einen natürlich aus dem Konzept bringen. Springer schlägt E5, okay. Der Bauer wird geschlagen und jetzt D6. Springer nach C4, das ist hier, denke ich, sehr vernünftig gespielt von Papa Platte. F schlägt E4, Springer C3 und jetzt wird es nämlich schon scharf. D5. Jetzt wird der Springer angegriffen auf C4. Und Papa Platte spielt nun Springer nach E3. Greift damit den Bauern auf D5 an. Und hier könnte Schwarz relativ solide reagieren mit einem Zug wie C6 und den Bauern auf D5 stecken. Aber Ludwig spielt das maximal scharf mit dem Zug, pardon, mit dem Zug D4. Das war wirklich sehr scharf gespielt. Jetzt könnte Weiß, gut. Wenn man jetzt weiß, den Bauern schlägt auf E4 beispielsweise, dann fällt der Springer auf E3. Und hier hat Ludwig, pardon, hier hat Papa Platte wirklich extrem gut gespielt. Er spielte jetzt den Zug Dame H5 Schach. Sehr unangenehmes Schachgebot. Ich weiß nicht, warum das immer so komisch hier umspringt. Entschuldigung. Dame H5 Schach gibt ein Schachgebot. Und wahrscheinlich sollte Schwarz entweder König E7 oder König D7 spielen, aber ganz kann ich den Braten auch nicht riechen. Ich glaube, das ist jetzt bereits eine ungünstige Situation für Schwarz. G6 und jetzt Dame E5 Schach. Wunderbar. Greift den Turm an, greift den König an. Und hier Läufer E7 und Dame schlägt H8. Direkt wird auch der Springer auf G8 attackiert. Weiß hat eine Figur mehr, einen Turm mehr und der schwarze König wird weiterhin angegriffen. Also. Das ist bisher sehr gut gelaufen für Papa Platte. König F8 und hier der stärkste Zug von Papa Platte in dieser Partie. Also bis hierhin wirklich perfekt gespielt. Jetzt Läufer C4, richtig kraftvoll. Eine Figur wird entwickelt und ist trotzmatt auf G8. Richtig gut gespielt bis hierhin. Ich dachte, okay, der spielt ihn komplett an die Wand. Aber wir werden sehen, das wird noch ganz anders ausgehen. Läufer F6, Dame schlägt G8, eingesammelt, König nach E7. Und hier kann man eigentlich machen, was man will. Man könnte die Damen tauschen, hat dann zwei Figuren mehr. Also Dame schlägt D8. So, irgendwie kann ich das hier noch ein bisschen besser machen. Irgendwie springt er immer um. Ich verstehe nicht warum. Ich bin nicht so häufig auf chess.com. Von daher entschuldigt bitte diese kleinen technischen Probleme. Also, Dame schlägt D8 wäre ein guter Zug. Springer D5, Dame F7 kann man machen. Man kann hier vieles, vieles machen. Auf jeden Fall und steht komplett auf Gewinn. Springer ED5 Schach ist auch vollkommen vernünftig, aber jetzt kam ein richtiger Schocker. Jetzt kam ein richtiger Schocker. Dame schlägt G6. Das stellt die Dame einzügig ein. Stattdessen Springer schlägt E4, guter Zug. Dame schlägt D8, Damen tauschen kann man machen, Springer B5 kann man machen, so viele Optionen, aber Dame schlägt G6. Das stellt die Dame ein. Und hier hat Ludwig ihn nicht geschlagen. Von daher, das war natürlich seine Chance, hier die Dame zu schlagen. Aber das hat er nicht getan. Dann ist es in meinen Augen ziemlich unklar. Okay, irgendwie scheint das nicht zu funktionieren, wenn ich die Dame, wenn ich hier andere Züge machen will. Schade eigentlich. Also selbst nachdem Schwarz die Dame schlägt, kann Weiß Springer schlägt E4 spielen und Springer schlägt F6. Ist auch noch nicht so klar, aber Schwarz wäre auf jeden Fall zurück in der Partie. Es folgte Läufer E6. Jetzt Dame schlägt F6, guter Zug, tauscht viele Figuren ab. Dame schlägt, Springer schlägt, Läufer schlägt C4. Weiß ist in einem Endspiel mit
einem Springer, einem Turm mehr und zwei Bauern mehr, also komplett gewonnen. So, Läufer D5, Springer schlägt D5, weiter Figuren abtauschen. Perfekt, König schlägt D5. Okay, Papa Platte sammelt jetzt hier den Bauern ein auf H7. Muss man nicht unbedingt machen, man könnte auch einfach kurz rochieren. Das würde auch gehen. Wir gehen mal weiter. Springer F6 Schach, Springer schlägt H7, so weit, so gut. Springer C6, C3. Auch hier würde ich eher sagen, einfach die Figuren entwickeln. Kurz hoch gerade, Läufer D2. Denn Weiß hat deutlich mehr Material und das kann man jetzt hier einfach ins Spiel bringen und dann wird das die Partie entscheiden. Kurz hoch gerade, pardon, C3, kurz hoch gerade nicht gespielt, Turm E8 Schach, so weit, so gut. Diese Züge sind auch alle sehr gut. Hier hätte sich Papa Platte die Sache noch deutlich einfacher machen können mit dieser Gabe Springer D7 auf Turm und König gehen und dann wäre die Sache sehr bald vorbei gewesen. Läufer E3 Schach, König D6, auch das ist alles absolut in Ordnung. Hier Springer C5, auch gut gespielt, noch einen Bauern eingesammelt. Turm schlägt B5, Turm schlägt G2. Hier wäre es am einfachsten gewesen, einmal die Türme zu tauschen. Turm G5, tauscht die Türme ab, Schwarz kann das nicht abwehren. Und generell ist das Grundprinzip, wenn man mehr Material hat, dann möchte man gerne weitere Figuren abtauschen. Denn irgendwann wird sich dann das Material bemerkbar machen, was man mehr hat in dieser Partie. So, D4 ist auch in Ordnung. Hier Springer A7 greift den Turm an. Auch hier Turm G5 nochmal ein guter Zug. Läufer F4 geht auch. Aber jetzt verliert Papa Platte den Faden. Er schlägt auf C7 mit dem Springer. Er vergisst, dass der Springer auf A7 weiterhin den Turm angreift. Turm C5 wäre ein guter Zug. Turm B2 wäre ein guter Zug. Weiß kann alles machen. Aber warum? Auf jeden Fall nicht das Material hergeben. Das ist wichtig. Springer schlägt C7, Springer schlägt B5 und hier einfach den Springer abtauschen. Das wäre am besten. Papa Blatte spielt zu schnell. H3, ein sehr paradoxer Zug. Ich weiß nicht, was er damit im Sinn hatte. Das ist der für mich seltsamste Zug in der Partie. Und verliert eine weitere Figur, nämlich den Springer auf C7. Aber nach wie vor hat er hier ganze 5 Bauern mehr. Und das ist natürlich weiterhin sehr überzeugend. Der Bauer kann hier durchgepusht werden. König E2 wäre sinnvoll, um den Bauern auf F2 zu decken. H4, Turm schlägt F2, gibt einen weiteren Bauern ab. H5. Und jetzt. Hier hatte Ludwig, Luke Skywalker mit den schwarzen Steinen, hatte die Chance. Wenn er hier Turm schlägt A2 spielt, dann muss nämlich Weiß auf einmal aufpassen, wegen der Drohung Turm A1 Schach und den Turm aufzuspießen über die erste Reihe. Also wenn dann Weiß weiterlaufen würde, dann würde Schwarz sogar gewinnen, weil er den Turm gewinnt. Dann hätte sich das komplett drehen können, aber die Chance verpasst. Luke Skywalker mit Schwarz spielt Turm F8. D5, hier einfach mit dem Bauern nach H7 laufen, wie es Papa Blatter auch später macht und dann König aktivieren und das Ding ist durch. D5, diese weiteren Züge helfen Weiß nichts. Er verliert hier einfach den Bauern. Das sehen wir hier auch. Aber er findet jetzt die richtige Strategie. Der schwarze Turm ist passiv auf H8. König E2, jetzt wird der König aktiviert. So muss das sein. Wunderbar. Das ist alles korrekt. Turm H4, ja, den Bauern auf A4. Man musste den jetzt nicht aufgeben, aber Weiß sollte es trotzdem gewinnen. C5 Schach. So, hier wichtig, dass man nicht auch noch diesen Bauern aufgibt. König D4 oder Turm H5, wichtiger Zug. König D4 ran, wunderbar. Und hier macht das Papa Platte sensationell. Jetzt hat er erkannt, ich laufe mit dem König nach G7, unterstütze den Turm und den Bauern bei der Umwandlung und dann ist vorbei. König F6, sehr gewiefter Zug mit dieser Falle. Falls König C6 wie in der Partie, dann kommt das Abzugsschach und das hat perfekt funktioniert. Aber auch sonst würde Weiß natürlich gewinnen. Jetzt gibt der Turm ein Schachgebot und der König bedroht den Turm. Das heißt, Schwarz muss auf das Schachgebot reagieren und verliert den Turm. Und jetzt muss gar nicht Papa Blatter unter Beweis stellen, dass er mit Turm und König gegen König Matt setzen kann, sondern er holt sich einfach noch eine Dame. Und das ist jetzt relativ trivial. Einzige Fallstricke sind noch, dass man aufpassen muss, dass man nicht Patt setzt. Und Papa Blatter wendet hier das Treppenmatt an. Das ist eine gute Strategie, um Matt zu setzen mit zwei Türmen oder auch Dame und Turm. Nämlich immer wieder zieht man Dame und Turm auf die zwei Reihen nebeneinander und so kann man immer weiter den König abdrängen, bis er auf der Grundreihe angelangt ist und dann kam Turm H1 Matt und der Turm kontrolliert die Felder auf der ersten Reihe, die Dame kontrolliert die Felder auf der zweiten Reihe und so kann der König nicht entkommen. Und es ist Schachmatt. Papa Blatter hat seinen zweiten Sieg eingefahren in den PogChamps auf chess.com hier gegen Ludwig und ist damit bereits nach der zweiten Partie in das Championship Bracket eingezogen. Also er ist definitiv in den Top 2 in seiner Gruppe. Also Glückwünsche gehen raus an Papa Platte und
Ich hoffe, euch hat diese Analyse, dieses Recap gefallen. Und ja, spannende Partie auf jeden Fall. Hat mir sehr viel Spaß gemacht zuzuschauen. Und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, diese Analyse hier zu verfolgen. So, Freunde, das habe ich mal einmal kurz aufgenommen. Dann kann ich das nämlich schön nochmal als Video verwenden, als Analyse auf dem Kanal. Kommt dann wahrscheinlich morgen irgendwann. So, wie geht's denn euch im Chat? Was geht bei euch noch so? Ich glaube, wir machen gleich Schluss, wir können noch ein bisschen uns unterhalten. Genau, der Special Guest ist Jan Gustafsson am 19. Juni zur Feier von 50.000 Abonnenten. Dann starten wir da ein Abonnentenspezial. Und das wird gut. Heute habe ich genug gespielt. Gegen Magnus im Alter von 11, Magnus im Alter von 12. Von daher, ich glaube, das reicht erstmal. Wie schwer war der Weg für dich zum GM? Fragt Guitar Player 853. Ja, es hat schon eine Weile gedauert. Aber irgendwann habe ich es geschafft. Also war schon ein schwerer Weg. Ich meine, ich habe mit 4 Jahren mit Schach angefangen, mit 20 bin ich Großmeister geworden. Von daher, das dauert schon eine Weile. Geiler Sound. Hast du so viele weiße T-Shirts? Ja, tatsächlich habe ich genau dieses T-Shirt. Ich weiß gar nicht, wie oft. 8-mal, 10-mal. Ich trage das einfach sehr gerne. Ich finde, es steht mir auch ganz gut. Ich trage das zum Sport und einfach zu Hause so ganz entspannt. Und deshalb habe ich das sehr häufig. Falls euch wundert, warum ich immer dasselbe T-Shirt anhabe. Aber das ist so mein Go-To-T-Shirt zu Hause. Vielen Dank, Raphael, für das Kompliment. Das freut mich. Thomas, das Interesse für Schach geweckt. Das freut mich selbstverständlich auch. Gegen Carlsen habe ich noch nicht gespielt. Da hat sich die Gelegenheit noch nicht ergeben. Oh, Kevin muss noch gegen Boxbox. Ich glaube, am Sonntag muss Kevin gegen Boxbox. Ja, das wird dann wahrscheinlich schwierig. Wenn Boxbox wirklich ein 1700er Spieler ist, dann wird Kevin wohl untergehen. Abonnenten geknackt. Vielen Dank an euch, Freunde, dass ihr dabei wart heute, als wir die geknackt haben. Das war cool. Auf jeden Fall. Vielen Dank an Josu für das Kompliment. Janik fragt, kannst du dir erklären, warum Schach auf YouTube auf einmal so einen Hype hat? Gute Frage. Also ich glaube, Chess.com und Hikaru Nakamura tragen auf jeden Fall ihren Anteil bei. Aber es gibt natürlich viel mehr Leute, die jetzt auch Schachvideos veröffentlichen, wie The Big Greek, wie auch meine Wenigkeit. Und dass da viel mehr Material oder Videos online sind, wo überhaupt Leute sich mit Schach beschäftigen können. Und natürlich auf der anderen Seite, dass Leute auch mehr Zeit haben, um überhaupt Livestreams anzuschauen oder Videos anzuschauen. Und insofern ich glaube, das trägt da zum Schachboom bei. Thomas fragt, hast du schon mal gegen Mickey TV gespielt? Ja, witzig, ich habe heute mit ihm gesprochen. Also da kommt was für euch auf jeden Fall. Mickey TV, ein großer anderer Streamer. Da ist was in Planung, Freunde. Ich kann jetzt noch keine Details verraten, aber da kommt auf jeden Fall was. Und Mickey TV ist, wenn mich nicht alles täuscht, nochmal deutlich stärker als Papa Platte. Zumindest hat er ihn geschlagen in einer Partie, soweit ich das gesehen habe. Christoph fragt, kann man mit knapp 20 und knapp 1700 FIDE Elo noch EM werden? Ja, kann man. Die Frage ist, ob du das möchtest. Also in dem Sinne, du musst dir klar machen, dass es eine große Zeitinvestition ist. Und Zeit, Energieinvestition und auch Geldinvestition. Denn Turniere kosten Geld, Training kostet Geld und so weiter und so fort. Und es ist echt, also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das würde einfach gehen. Das ist wirklich schwierig. Und die Frage ist, ob du vielleicht deine Zeit anders investieren möchtest. Das musst du für dich selber entscheiden. El Towerly fragt, kann man dich auch hier abonnieren? Du kannst mir gerne folgen, aber auf Twitch abonnieren, also subscriben, das geht nur auf YouTube mit der YouTube-Mitgliedschaft. Da sehen wir auch heute, ist eine Person Mitglied geworden, aber es sind natürlich schon ein paar mehr insgesamt.
Das geht auf YouTube mit der Mitgliedschaft und ist eigentlich genauso wie auf Twitch und bringt verschiedene Vorteile mit sich, also exklusive Emotes, Badges, es gibt einen exklusiven Discord-Kanal nur für die Mitglieder, es gibt ein exklusives Leechers-Team, wo man rein kann, und bald wird dann auch mal ein Stream kommen, wo ich gegen meine Mitglieder spiele. Von daher, das hat, bringt natürlich diverse Vorteile mit sich und ist nur auf YouTube-Mitglied. Nur mit der YouTube-Mitgliedschaft, möglich nicht auf Twitch. Mein Stuhl hat keine Rückenlehne tatsächlich. Deine Mutter fragt das. So, hier kommen jetzt ganz schön viele Fragen. Hirschi, kriegst du denn nie genug vom Schach? Ich habe eine ganz gute Balance. Die letzten Tage war ich ein bisschen zelten. Heute habe ich eine Fahrradtour mit einer Freundin gemacht. Also ist jetzt nicht so, dass ich von morgens bis abends Schach mache. Na? So, was kann man? Hier kommen schon wieder viele Fragen rein. Ich komme gar nicht mehr hinterher. Joso Klaric, mein stärkster Elo war 2628, wenn mich nicht alles täuscht. Ein Eröffnungstutorial zur Double Night Rim Eröffnung. Ja, ich glaube, da, das wird nicht kommen, mein Lieber. So, wie strukturiert man ein vernünftiges Schachtraining? Ja, da möchte ich auch bald ein Webinar aufnehmen zu effektivem Schachtraining. Das wird sicherlich noch kommen. Ich habe hier noch irgendwie Papa Platte offen. Da geht auch einiges ab. Okay, so, meine Lieblingsschachfigur. Schwierige Frage, ich sag mal der Springer. Bereust du es, so viel Zeit für Schach investiert zu haben? Nee, also ich meine, Schach finanziert meinen Lebensunterhalt mittlerweile. Ich habe dadurch sehr viele Leute kennengelernt, ich habe Möglichkeiten gehabt, ich habe in den USA studieren können durch ein Schachstipendium. Ich bereue es definitiv nicht. So, was haben wir denn hier noch für Fragen? Werden reine englische Streams kommen? Fragt Benny. Schön, dass du auch wieder dabei bist heute, Benny. Ich glaube nicht. Also erstmal auf jeden Fall nicht. Ja, Peter Sweeter und ich zusammen Stream sehen, schöne Idee auf jeden Fall. Aber okay, zum einen weiß ich nicht, ob Peter darauf Lust hat. Und zum anderen, ja, das ist halt immer ein bisschen verwirrend, wenn ich mal auf Deutsch und mal auf Englisch mache. So war das ja in der Vergangenheit auf meinem Kanal. Und deshalb habe ich dann gesagt, ich mache nur noch auf Deutsch. Der beste Spieler, gegen den du je gespielt hast, war, glaube ich, Wesley So. Vor 2 Jahren beim Isle of Man. Ich komme aus Hamburg, wohne in Berlin. Ich studiere im Master Wirtschaftspsychologie. So, was haben wir denn hier noch für Fragen? Wann machst du ein Ferntreffen? Weiß ich nicht. Machst du auch Privattraining? Nee, aktuell nicht. Zu beschäftigt mit meiner Online-Schachschule Chessens. Also da kannst du reinschauen, wenn du dich verbessern möchtest. Und mit YouTube. Macht es Sinn, als Student noch einmal in einen Schachverein zu gehen? Ja, wie du möchtest. Also, um sich im Schach zu verbessern, ist ein Schachverein definitiv eine gute Sache. Nicht nur, weil man sich da mit anderen austauschen kann, sondern weil man auch in einer Liga Schach spielen kann und so ein bisschen Praxis bekommt. Wie erhält man seine Elo? Eine Elo bekommt man, wenn man ein Turnier spielt, was gewertet wird. So, könntest du von Schach leben oder würdest du es nicht wollen? Ich lebe von Schach aktuell und das läuft so auch ziemlich gut. Kannst du mal bitte ein Video zu positionelles Spiel machen? Also in meiner Schachschule, Raphael, findest du ziemlich viele Videos und Kurse zu dem Mittelspiel. Meister des Mittelspiels, da gibt es mehrere Kurse. Von daher, das ist eigentlich alles da in meiner Schachschule schon abgedeckt. Ist es für dich einfach, auf einem virtuellen oder einem echten Brett den Überblick zu behalten? Ich glaube, das nimmt sich nicht viel, um ehrlich zu sein. Das ist ziemlich ähnlich, würde ich sagen. Meine Frage ist, wie kommt man von der Schachsucht los? Gute Frage. Weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Aber es ist jetzt auch nicht die schlechteste Sucht, ne? Da gibt es schlechtere Süchte, würde ich sagen. So, neue Kamera? Nee, ist keine neue Kamera. Die habe ich schon länger. Was hast du studiert? Die Frage habe ich eben schon beantwortet. In welchem Bundesland auch? Finanzierst du dein Leben nur durch Schach? Auch die Frage habe ich ein paar Mal beantwortet. Wie hoch ist deine aktuelle Elo? 2605. In den USA habe ich auch Psychologie studiert. Stream mit Jan Gustafsson kommt am 19. Juni. Wann streamst du immer? Nächster Stream ist am Sonntag auf jeden Fall. Jetzt kommen aber hier die Fragen reingeprasselt. Das Einzige, was mich an dir stört, ist, dass du in so einem gestochenen Hochdeutsch redest. Ja. Was glaubst du denn, wie viele Leute sich beschweren würden, wenn ich mit einem Dialekt sprechen würde, mein lieber Raffi?
Von daher, ich glaube, das ist schon besser so. Seit wann spielst du Schach? Seitdem ich 4 bin. Wenn ich bei Chessens mich anmelde, kann ich später bezahlen, wird gleich die erste Rate fällig. Die erste Rate wird direkt fällig und dann kannst du in monatlichen Raten bezahlen, wenn du es möchtest. Kann man Schach in irgendeiner Uni oder Hochschule studieren? Ja, in Russland vielleicht, aber in Deutschland glaube ich nicht. Durch meinen neuen Schachverein bin ich viel besser geworden. Es macht viel mehr Spaß jetzt. Das freut mich, Janis. Kannst du bitte noch ein Video zum Alapin-Variante im Sizilianer machen für Schwarz? Aha, ziemlich spezifisch, mein Lieber. Ich glaube, das wird erstmal nicht kommen. Kommt bald ein The Big Read Rematch? Ja, da kommt bestimmt irgendwann mal wieder was. Keine Sorge. Aber ich glaube, zurzeit haben wir beide ein bisschen noch andere Projekte. Ich war ein solider Jugendspieler, sagt Ruby, habe allerdings aufgehört. Aktuell fällt mir der Anschluss wieder schwer. Was sollte ich tun? Ja, kommt drauf an, also wie viel Zeit du investieren möchtest, aber Hauptsache ein bisschen Training jeden Tag. Taktiktraining hilft. Und sonst kannst du natürlich auch Videokurse anschauen oder dir einen Trainer nehmen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, auch auf LeeChess, in meiner Online-Schachschule Chessens. Also hängt ein bisschen davon ab, was du genau möchtest. Wann spielst du mal gegen mich? Gummibärmann fragt das. Gummibärmann, bist du schon Mitglied bei mir auf YouTube? Dann hast du bald eine gute Chance, wenn ich einen Stream mache gegen meine YouTube-Mitglieder. So, was haben wir hier noch? Elo-Zahl ist nicht begrenzt. Spielst du auch andere Spiele als Schach? Ja, ich spiele eigentlich ganz gerne auch mal Brettspiele oder auch mache Sport. Spiele im Sport, wenn das Sinn ergibt. Welchen Dialekt sprichst du? Hochdeutsch dürfte ich gegen dich mal spielen. Anonym, du kannst auch gerne Mitglied werden. Dann kommen wir bestimmt bald mal gegeneinander, denn ich mache bald einen Stream gegen meine Mitglieder. Glaubst du, dass so ein super Großmeister wird? Weiß ich nicht. Also unter die Top 100, 2650 möchte ich gerne erreichen, aber darüber hinaus kann ich dir nicht sagen. Was ist hier eigentlich los? Ja, gute Frage. Anonym, anonym. Wer ist dein Lieblingsschachspieler vom Stil her? Michael Tarr? Ich weiß es nicht. Der beste Schachspieler aller Zeiten. Oh, schwierig zwischen Garry Kasparov und Magnus Carlsen, aber ich glaube, wenn Magnus Carlsen fertig ist und aufhört mit Schach, dann ist er definitiv der beste Schachspieler aller Zeiten. Er ist auf einem guten Weg dahin, wenn er nicht schon da angekommen ist. Hilft dir Schach beim Studium? Ja, es hält mich eher vom Studieren ab, habe ich das Gefühl. Ich bin noch bei der Masterarbeit dabei, aber wegen YouTube komme ich da nicht besonders weiter. So, was haben wir hier noch? Machst du mal was mit Papa Platte? Würde ich gerne, aber gut. Weißt du nicht, ob es sich ergibt? Also werden wir sehen. Kostet das was, Mitglied zu werden? Ja, das kostet 4,99 € im Monat, aber dafür gibt es verschiedene Vorteile, nämlich exklusiver Discord-Kanal nur für Mitglieder, exklusives Team auf LeeChess nur für Mitglieder und Emotes, Badges, man kann an Umfragen teilnehmen für neue Videoinhalte und so weiter und so fort. Würde gerne Chessens beitreten, ist mir als Student aber zu teuer. Kommt mal eine Rabattaktion. Relativ selten. Also relativ selten kommen da Rabattaktionen gerade. Ja, von daher, was soll ich dir sagen? Also erstmal nicht. Wie viele Öffnungen kannst du spielen, beziehungsweise wie viele kennst du? Viele, kann ich dir so nicht sagen. Was hältst du von Black Madima Gambit? Eher für Blitzpartien geeignet, nicht für richtige klassische Partien. Siehst du The Big Greek als Konkurrenz? Gute Frage. Also manchmal ist es schon ungünstig, wenn wir beide gleichzeitig streamen, weil ich denke, wir haben auch viele Zuschauer, die beide Streams gerne schauen. Aber ansonsten, ich meine, ich sag mal, der Kuchen ist groß genug für alle Schachstreamer und so weiter und so fort. Und ich sehe das eigentlich eher als Inspiration, um weiter am Ball zu bleiben und auch weiter die Qualität nach oben zu schrauben auf meinem Kanal. Und insofern bin ich froh, dass The Big Greek da ist und ich nicht ganz alleine hier bin im deutschen Bereich. 50.000 sind erreicht. Wer ist der Gast? Was beim Spezial? Das ist Jan Gustafsson. Wer ist der beste Schachspieler Deutschlands? Livio Dieter Nisipiano. Der Unterschied zu Carlsen ist ziemlich groß. Ja, zwischen Nisipiano und Carlsen. Ja, Carlsen würde ihn ziemlich eindeutig schlagen. Wow, ich komme hier mit den Fragen gar nicht hinterher, Freunde. So viele Fragen. Gibt es eine gute kostenfreie Schach-App? Wenn ja, welche? Puh, kann ich dir nicht direkt sagen. LeeChess finde ich ziemlich gut. Welche Elo hat Magnus? Google hilft auch, also manche Fragen muss ich ja hier nicht beantworten. Ich glaube, es sind so 2870. Also sonst mal Google fragen. Was ist deine Meinung zum Grünfeldinner? Gute Eröffnung, allerdings viel Theorie, also da muss man einiges lernen. Angela Merkel auch im Chat, das freut mich. Droht Schachmatt auf F5? Ja, das droht natürlich immer. Ist Chessens auch an Spieler über 2000 gerichtet? Also kommt drauf an. Ich sag mal so, viele Spieler über 2000 werden so gut, weil sie in gewissen Bereichen
besser sind, über 2000 Spielstärke, sagen wir 2200, sagen wir mal in Taktik- oder Variantenberechnung, aber in anderen Bereichen dann unter 2000 sind, also 1800. Das heißt Schwächen und Stärken. Und wenn man dann bewusst an diesen Schwächen arbeitet, dann kann man das auch nochmal ordentlich pushen. Also ich denke, dass da auch einige Lektionen und auch Kurse für Spieler unter 2000, über 2000 geeignet sind. Was studierst du? Fragt Felix, das habe ich schon gesagt, Wirtschaftspsychologie. Warst du in der Schule gut? Ja, war ganz okay. Mein Abischnitt war 2,1. Papa Blatt hat gewonnen, genau, Timo. So, was ist denn hier noch? Spielst du noch ein Open mit? Ja, bestimmt mal wieder in der Zukunft. Kasparov gegen Topalov kenne ich selbstverständlich. Die Partie, die unsterbliche Partie von Garry Kasparov. Was haben wir hier heute noch? Ich spiele heute nicht mehr. Ich versuche eigentlich nur alle Fragen zu beantworten und dann wollte ich den Stream beenden, aber ich komme einfach nicht zum Ende hier. Die Bird-Eröffnung kenne ich, aber würde ich nicht empfehlen. Einfach D5 spielen und normale Züge machen. Mein Schachunterricht kostet, hat keinen Betrag monatlich. Du kannst das alles gerne in Ruhe mal auf Chessons anschauen. So, kostenloses Chessons-Training gibt es. Ja, ich poste das einmal hier rein für dich, Janis. Das ist eine ganze Trainingsserie. Da kannst du dich kostenlos eintragen, genau für dein Level. So, wo war ich denn jetzt? Jetzt muss ich mal wieder schauen, wo wir hier waren. Ich habe keinen Personal Trainer. Ach so, in Bezug auf Schach. Nein, weder so noch in Bezug auf Schach. Muss man Schachmatt haben, um zu gewinnen? Ja, das muss man haben. Man muss den gegnerischen König nicht schlagen. So. Hilft dir dein Studium beim Schach? Nee, ich glaube nicht. Warum Jan Gustafsson? Viele von euch haben nach Jan Gustafsson gefragt, dass wir mal wieder was zusammen machen. Und da war es eine naheliegende Wahl. Wie analysiert man seine Spiele ohne Engine? Ja, du denkst einfach selber darüber nach, was du hättest besser machen können und wo du denkst, wo du deine Fehler gemacht hast. Das ist übrigens eine sehr gute Art und Weise zu analysieren. Kam zuerst das Huhn oder das Ei? Ja, schwierige Frage. So. Joso, ob ich in der Schule gut war, das habe ich doch schon beantwortet. Man muss hier auch zuhören. Ledator habe ich schon mal von gehört, aber kann ich jetzt kein Gesicht zuordnen. Lohnt es sich noch Schachbücher zu lesen oder gibt es alle nötige schon online? Das ist so ein bisschen Geschmackssache, hängt von dir ab, was du lieber magst. Jan Gustafsson spricht auch Deutsch. Was ist eine gute Eröffnung für mich als Anfänger? Bisschen zu pauschal deine Frage. Italienisch ist ganz gut, sage ich jetzt einfach mal. Kannst du vom Schach leben, dir ein gutes Einkommen aufbauen? Auch die Frage habe ich jetzt schon häufiger beantwortet, kommt irgendwie immer wieder. Also gerade lebe ich vom Schach und das funktioniert auch ganz gut so. Bist du hochbegabt? Würde ich nicht sagen. Was war bis jetzt dein Lieblingsvideo? Mein Lieblingsvideo? Keine Ahnung. So, wie läuft die Suche nach dem süßen Griechen? Ja, die läuft noch. Wie alt bist du? 28. Berühmteste Spieler, mit dem du gespielt hast? Caruana. Was ist mit dem unglaublichen Don Rapido? Nicolas Lobbe, der kommt bestimmt auch mal wieder vorbei. Keine Frage. So, ja, Benny, ich weiß, du willst Weser, aber alle 100% der anderen Leute wissen nicht, wer Weser ist, aber der kommt bestimmt auch mal in einen Stream. Genau, Jan Gustafsson arbeitet mit Magnus Carlsen zusammen. Adolf Rubens, die 1400 Kurse machen auch dann Sinn, wenn man die 1400 überschritten hat. Das definitiv. Also hängt natürlich davon ab, wie stark du genau bist mit deiner DWZ, aber machen definitiv Sinn, weil eben auch gewisse Lücken geschlossen werden, weil es ist ein komplettes Paket. Du kriegst eine vollständige Ausbildung zu allen Bereichen, zu Mittelspiel, zu Endspiel, zu Eröffnung, zu Positionsspiel und so weiter und so fort. Und da hilft es einfach, Lücken in der Schachausbildung noch zu schließen. Denn wie gesagt, manche Spieler haben in einem Bereich Stärken, in einem anderen Bereich Schwächen und so kann das dann noch ausgeglichen werden. Benoni, ja oder nein? Nein. Pfannkreuz-Eröffnung kenne ich nicht. Trainierst du auch am Brett oder nur am Bildschirm? Beides. Wie wird man Großmeister? Das googelst du am besten. Was ist deine Lieblingsserie? Schwierig. Breaking Bad? Leon hat Chessons gekauft, als 70% Rabatt war. Ja, das war ja noch ganz am Anfang. Da gab es die richtig fetten Rabatte vor anderthalb Jahren. Ja, da waren wir ein bisschen durchgedreht am Anfang. Aber das gibt es natürlich jetzt nicht mehr. Feste Streamingzeiten habe ich noch nicht so richtig. Butcher, das werde ich mal einrichten, kommt bald. Guter Punkt. Ich habe schon mal gegen KuchenTV gespielt.
Auch zusammen mit The Big Greek, auch mal alleine. So, wird es noch mehr Chessens Arenen auf Leeches geben? Bestimmt mal wieder. Das war eigentlich ein ganz gelungenes Event, wie ich fand. Was denkst du, was macht Magnus Carlsen zu einem so guten Schachspieler? Er hat ein unglaubliches Gefühl, wo die Figuren hingehören. Und er ist natürlich auch in allen Bereichen sehr gut, auch im Endspiel. Dein größter Schachfehler? Boah, weiß ich nicht. Gibt es Studentenrabatt für Chessens? Nee, da musst du auf den nächsten Rabatt warten, mein Lieber. Ab wann ist man ein GM? Google das am besten, dann findest du die Antwort. Hattest du schon mal eine Phase, wo du das Schachbrett nicht mehr sehen konntest? Ja, hatte ich tatsächlich mal. Da war ich ein bisschen satt von Schach. Ich habe immer Probleme mit der Stellung E4, E5, Springer F3, Springer C6, D4. Das ist die schottische Eröffnung. Dazu solltest du einfach mal am besten irgendwas anschauen. Ein Buch oder ein Videokurs oder sowas in der Art. Was arbeitet Jan mit Carlsen? Jan bereitet Eröffnungen vor für Carlsen. Wie geht's dir? Ganz gut, ganz gut. Ich glaube, ich bin gleich durch mit den Fragen. So, was ist dein Lieblingsnaturwissenschaft, was ihr hier für Fragen aus den Ärmeln holt? Weiß ich nicht, Biologie. Hast du schon mal gegen Mickey TV gespielt? Habe ich doch vorhin auch gefragt. Beantworte, jetzt reicht's aber. Hier immer wieder dieselben Fragen. So geht's aber nicht, mein Lieber. Jetzt ist aber Schluss mit lustig. Okay. So, Freunde. Hast du deine erste Partie gewonnen oder verloren? Gegen wen hast du damals gespielt? Wow, Christian, gute Frage. Kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, ich habe gewonnen. Also die erste gewährte Partie, ne? Ich glaube, ich habe gewonnen. Okay, das wär's. So, alle Fragen beantwortet. Wir haben nach 11 Uhr und ich glaube, wir machen mal Schluss. Also schön, dass ihr dabei wart alle zusammen. Freut mich, dass ihr auch zu so später Stunde noch dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet einiges an Spaß heute. Mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und Herr Ruby fragt, ob ich Volleyball spiele. Ja, wenn du mal in Friedrichshain warst, dann ja. Aber sonst eigentlich nicht so häufig. Okay. Damit verabschiede ich mich und bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns bald wieder, spätestens am Sonntag, aber sonst gerne auch auf YouTube. Die Videos, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr hier nichts. Abonniert auf Twitch, folgt auf Twitch, dann verpasst ihr auch da nichts. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn neue Streams online kommen. Okay, macht's gut, Freunde. Ciao, ciao.